Ja, huhu und herzlich willkommen hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute Vampire the Masquerade in der 5. Edition. Und heute mit dabei, wo fange ich denn heute an? Der Rerion, der spielt Ronan, einen Tremere-Detektiv und seit neuestem Sheriff der Stadt. Hey. Dann haben wir den Kako, der spielt Bruce, ein Gangrel. Nabend. Noch ohne Amt. Ja, last but not least haben wir Feramin, die spielt Samantha, eine Toreadora. Und da ist sie. Hallo. Angehende Harpie der Stadt vielleicht. So, und rechts unten haben wir heute nur das Bild von Sabra Ortiz, dem neuen Prinzen, eingeblendet, weil ja die Krankheitswelle und die Real-Life-Welle diese Gruppe erfasst hat. Und da trotzdem, dass wir so viele Ersatzspieler haben, ja. ja, spielen wir heute nur zu viert. Aber wir kriegen das hin, denke ich. Ja, schönen guten Abend alle noch da draußen. Ja, genau. Ja, Jirobi und Snake und Eisenherz und Srafe und so. Hallo. Und D-Rex natürlich. Ja, wir sind immer noch in der Stadt ohne Namen an der Grenze zu Mexiko im schönen Bundesstaat Texas. Diese Stadt hat die Eigenschaft, dass die Vampire, die sie nicht verlassen können, wenn sie einmal in der Stadt irgendwie aufgekreuzt sind. Und ja, unsere Charaktere sind alle auf irgendeine Art und Weise neu in der Stadt gewesen, als die Runde startete. Das ist inzwischen schon eine Weile her. Und wir schreiben es jetzt, es müsste jetzt der erste Weihnachtsfeiertag sein, beziehungsweise in Amerika wird es wohl der zweite Weihnachtsfeiertag sein, weil die Weihnachten ja am 25. feiern. Und ja, dann da haben sich an dem 25., also an Weihnachten, große Ereignisse ergeben in der Stadt, denn in einem Elysium wurde ein neuer Prinz gewählt, weil der alte spurlos verschwunden war. Dank der Stimmen unserer Spielerinnen und Spieler wurde Sabra Ortiz, die Ventru, ihr da unten eingeblendet seht, unter Ronan zum neuen Prinzen gewählt und hat gleichzeitig damit die etablierten Kräfte in der Stadt ein bisschen durcheinander gerüttelt. Unter anderem mussten jetzt eine neue Harpie und ein neuer Sheriff und ein neuer Seneschall benannt werden. Der neue Seneschall ist Amanda, eine Nosferatu. Was dasselbe. Unterschied ist minimal. Und ja, der neue Sheriff soll Ronan werden und die neue Harpie, zumindest das Angebot stand, dass es Samantha werden soll. Aber Samantha hat einen tierischen, schlimmen Weihnachtstag erlebt, denn ihr Sire wurde auf dem Elysium aufgrund von Anschuldigungen zum Maskeradebruch in mehrfacher Form stellvertretend für den Klüngel, in dem man sich befunden hat, hingerichtet. Und ja, das hat Samantha wohl ein bisschen aus der Bahn geworfen. Und ja, Ronan hat seine ganz eigenen Probleme. Es ist zwar ganz toll, dass er Sheriff werden soll, aber da steht noch ein Blutsband im Raum. Denn, wie es so üblich ist, schützt sich der Prinz gegenüber seinem Sheriff natürlich ab, indem man ein Blutsband bindet. Und das ist für Tremere ja auch immer so eine Sache. Ja, liebe Sache das. Und der Bruce, der hat es noch ganz gut erwischt eigentlich während dem Elysium. Das einzige Problem ist irgendwie seine Sire, an der er nun hängt, hat sich entschieden, der Camarilla wieder beizutreten und gleichzeitig primogen für die Gangrel zu werden, weil sie die älteste Gangrel in der Stadt ist.
Und ja, Sabra hat den Gangrel wieder einen Platz im Primogenrat zugesichert und ja, Anna, die Sire von Bruce, hat das angenommen. Und Bruce ist damit nicht mehr illegal in der Stadt. Ja, das ist richtig, genau. Ja, also eigentlich ist alles ganz, wäre alles ganz toll für Bruce. Wäre nicht beim letzten Mal ein konspiratives Treffen gewesen unter verschiedenen Charakteren. Dr. Angela, Ronan, Jelly, Bruce und wie sie alle heißen, waren alle dabei und haben beschlossen, dass sie ein bisschen intrigieren wollen in der Stadt und eigentlich doch mit ihrer Wahl, denn sie haben Sabra ja gewählt, doch nicht so ganz zufrieden sind. Weil sich irgendwie herausgestellt hat, dass das doch nicht so toll war. Und ja. Und ja, jetzt wollen sie ein bisschen versuchen, ja, die Machtverhältnisse in der Stadt zu ihren Gunsten zurechtzurücken und Sabra irgendwie ja, in die Suppe zu spucken. Und ja, Bruce wollte das eigentlich wahrscheinlich gar nicht so richtig. Der will eigentlich nur seine Ruhe. Aber so wie es in dem Gespräch herausgekommen ist, ja, Anna will irgendwie schon noch Rache für den Verrat, den sie erlitten hat in der Vergangenheit. Tja, und da sitzt er nun mitgefangen, eine sehr interessante Sache, die Roose beim letzten Mal so nebenbei, ich weiß gar nicht genau, wie krass er das registriert hat, nebenbei auf den Tisch kam, ist, als es um Ronans Blutband ging und um die Beschreibung, was denn nun ein Blutsband überhaupt ist, weil das wusste Roose vorher gar nicht. Ja, da kamen so Dinge auf, so von wegen, ja, das fühlt sich an wie Liebe. Und naja, Bruce liebt Anna nun mal. Und umgekehrt. Vielleicht hat das erste Zweifel gesät. Wer weiß schon so genau, wie es da so um die beiden steht. Ist ja nun nur eine Nacht her, seit ihr da konspirativ euch getroffen habt. Die besten so Manipulationsversuche sind immer die ungeplanten. Bitte? Die besten Manipulationsversuche sind immer die ungeplanten. Außerdem beim letzten Mal bei diesem konspirativen Treffen natürlich hat sich Jelly offenbart. Sie ist ein Dünnblut in der Stadt, was erstmal ja auch, das wusste Bruce halt auch nicht, was ein Dünnblut überhaupt ist. Ja, und das ist jetzt natürlich alles ein Problem, weil Jelly mit Ronan zusammenhängt. Und ja. Dünnblüter eigentlich wandelnde Maskeradebrüche sind. Und dadurch, dass alle anderen am Tisch oder während diesem Treffen davon wissen, und sind sie eigentlich alle permanent gefährdet, Maskeradebruch zu begehen. Eigentlich tun sie das schon, dadurch, dass sie Jelly am Leben lassen. Und auch da war es so eine kleine, ja, so ein Seitenstich in Bruce Richtung, dass Anna als einzige am Tisch so ein bisschen Anti-Jelly war. Nicht so wirklich offen, aber so immer so mit der Stimme der Vernunft irgendwie so mit, ja, eigentlich müsste die jetzt weg. Und ja, ist vielleicht ihm auch ein bisschen merkwürdig aufgestoßen. Ja, und was außerdem wenig beachtet war in der letzten Session, ist, dass sie einen stillen Beobachter hatten, von dem nur Jelly wusste, bevor sie sich offenbart hat. Denn in der Bar ist der die rechte Hand des ehemaligen Sheriffs gewesen, verdunkelt dabei gestanden und hat die ganzen Diskussionsrunde gelauscht. Malcolm stand die ganze Zeit daneben und hat mitbekommen, wie Jelly genau das Gegenteil tut von dem, was er ihr gesagt hat, was sie tun soll. Denn sie soll sich aus den inneren Angelegenheiten der Stadt heraushalten. Und sie soll vor allen Dingen sich von Dr. Angela fernhalten. Aber was ist passiert? Die Gruppe hat beschlossen, dass Jelly ab sofort nicht als Dünnblut auftreten soll, sondern als Ghoul von Dr. Angela. Und dadurch halt eine noch engere Beziehung mit ihr pflegen wird in Zukunft. Also so ziemlich genau das Gegenteil von dem, was dieser Banu Hakim von ihr eigentlich wollte. Und ja, ich habe so zwischen den Sessions ein paar Nachrichten bekommen, die not amused waren. Was das angeht.
Ja, aber wenn ihr wissen wollt, was so zwischen den Sessions noch abgeht, ich empfehle euch generell meine neue Patreon-Seite. Da werden so ein paar Kurzgeschichten, die so zwischendurch verfasst werden, auch nach und nach erscheinen. Ich glaube, zwei oder drei gibt es schon. Ich glaube, drei. Und zwei? Zwei, dann gibt es zwei. Und ja, da könnt ihr ein bisschen dann nachlesen, was so zwischen den Sessions passiert, in Kurzgeschichtenform. Und wenn euch das interessiert, schaut ihr da mal rein. Ja, das ist die Zusammenfassung von der letzten konspirativen Folge. Und ich würde dann, wie gesagt, einen Tag weiterspringen. Es hat auch zwischen den Sessions ein Treffen gegeben zwischen Ronan und Sam. Dass ihr dann wahrscheinlich irgendwann auch lesen könnt, wenn ihr denn wollt. Wo es halt darum geht, wie die Zukunft aussehen soll, weil Sam war ja bei diesem konspirativen Treffen nicht dabei und weiß auch noch nichts von dem, was dort beschlossen und erzählt und gesagt wurde. Und ja, ich frage vielleicht mal. Ja, Strafe, genau. Anna ist auch fast aufgeflogen. Das tue ich mich schwer mit dem fast aufgeflogen, weil so richtig fast aufgeflogen, das ist, glaube ich, eher off-topic, wie sie da aufgeflogen ist. So in time, glaube ich, dann noch nicht so alle, bei allen Klick. Hat es noch nicht bei allen Klick gemacht. Ja, und ja, wir fangen an bei Bruce, weil da ist es für mich als Spielleiter momentan am unsichersten, was denn da jetzt neu ist. Ich weiß ungefähr, was Sam und Ronan heute machen wollen, aber ich weiß nicht, was Bruce macht am Tag nach dem konspirativen Treffen. Ja, erstmal aufstehen natürlich. Deswegen machen wir direkt so einen Rouse-Check. Rouse-Test. Das wäre jetzt cool, wenn ich aufstehen würde. Aber es sieht Kein gut weiterer aus. Hunger, perfekt. Super. Und ja, Bruce würde erstmal aufstehen. Sich natürlich umschauen erstmal, ob Anna noch da ist oder ob die schon weg ist. Irgendwohin zu einem wichtigen Treffen. Nö, die ist da. Achso, ich stehe auch immer vorher auf. Ich habe ja so eine verdammt hohe Menschlichkeit. Dann sehe ich vermutlich noch gerade so die Sonne untergehen. Das ist ja zum Glück mein Vorteil. Und wir würden dann erstmal nochmal nach den Katzen schauen, weil die haben das letzte Mal die ganze Bude verwüstet. Ja, ihr habt sie ja mehr oder weniger fein säuberlich getrennt inzwischen. Die können sich immer noch nicht ausstehen und fauchen sich jedes Mal an, wenn sie sich irgendwie über den Weg laufen, aber so halbweg, also sie machen nicht mehr alles kaputt. Ja, würde dann halt erstmal so ein bisschen verträumt noch dann irgendwie in die Küche gehen, dann sich erstmal hinsetzen, so naja, einfach ein bisschen umschauen, nach den Katzen halt schauen, Grundlegendes. Und dann vielleicht auch, das wird Bruce wissen. Bruce kennt sich ja aus. Und gerade bei dem konspirativen Treffen hat er ja mitbekommen, dass Jelly ja schon ganz viel geforscht hat zu den Hintergründen der Stadt und was es hier eventuell mit auf sich haben könnte. Und da Bruce ja schon ein bisschen länger hier in der Stadt ist und sich ziemlich gut auskennt, würde er da keine Zeit verlieren wollen. Also schreibt dann dementsprechend an Anna einen Zettel, dass er unterwegs ist in die Wüste und sich da mal umschauen wird, ne, nach den Infos, die wir ja letzte Nacht bekommen haben, weil sie steht ja mindestens eine Stunde, wenn nicht sogar mehr später auf. Und dann würde er nämlich jetzt sich aufmachen. Soweit hat ja Bruce nicht viele Wechselklamotten, außer wirklich so Outdoor-Sachen. Das ist ja das, was er auch in seinem ganzen Leben immer häufig gemacht hat, halt in die Natur zu gehen und kennt sich da dementsprechend auch sehr gut aus, hat dementsprechend auch ja, so eine feste Hose, dicke Stiefel und so weiter, die relativ hoch sind. Weil wir sind immer noch in Amerika, in Texas in der Wüste, und da gibt es unfassbar viel Schlangen und Skorpionen, Viech, Gedöns. Und ja, würde sich dann halt aufmachen in die Wüste, da mal um sich schauen, weil vermutlich hat er nicht alles gesehen und würde dann sich einmal umschauen, ob es denn wirklich so eine Art, ja, so einen bestimmten Platz in der Wüste gibt, irgendeine Felswand oder ein Felsmassiv, was irgendwie verräterisch aussieht, einen alten Stollen oder dergleichen, wenn Jenny das schon angesprochen hätte. Und ja, würde dann dementsprechend erstmal was für einer schreiben, irgendwie ganz grob, wo ich hin will. Sie wird sich ja auch auskennen oder, mal ehrlich, sie wird mich finden, das kriegt sie hin. Und ja, würde mich dann aufmachen halt in die Wüste. Zu Fuß mit dem Auto, wie Ich habe ja kein Auto, kein eigenes Auto. kannst ja das von der Taxifirma nehmen, das ist ja früher auch gemacht.
Ja, könnte ich nehmen, aber Bruce nimmt mal den Bus. Das geht ja auch. Also das ist ja das, was er eigentlich immer genommen hat. Wahrscheinlich ist das auch aus reiner Gewohnheitssache, nimmt er jetzt halt den Bus. So, weil das Taxi ist immer noch, wenn er arbeitet, und er ist ja ein sehr pflichtbewusster Mensch, dass wir das nicht ausnutzen wollen, dass er das Auto auch so kriegt. Würde es ja dann halt aufmachen in die Wüste einmal. Denn wenn er dann da ankommen ist, würde er halt natürlich wie immer versuchen, jedes mögliche Gespräch zu vermeiden, wie so Smalltalk ist ja generell nichts mehr seins. Und wie gesagt, würde dann halt etwas weiter außerhalb gehen, gibt dann in den Randgebieten dieser Stadt immer mal so kleine Pfade, die dann halt aus diesem restlichen Familienwohngebiet dann herausführen, über so kleine Trampelpfade und dann halt in die Wüste führen. Ähnlich wie es halt mit den Trailern außerhalb ist, nur die ist natürlich nochmal bestens separiert. Und ja, Bruce würde dann vor allem, also natürlich, ne, mal die Wege verlassen, die er sonst immer gegangen ist. Und er weiß, gerade wenn noch so dieses minimale Restlicht da ist, was vermutlich auch seine Haut so ein bisschen knistert, weil das ist ja das Restlicht der Sonne, was er allerdings noch gerade so vertragen kann, weiß er noch von früher, auch aus dem Studium, dass sich dann gerade Reptilien auch mal, wenn die sich halt tagsüber aufgewärmt haben, auch wenn es jetzt Winter ist, aber jetzt weiß ich als Spieler nicht, wie warm es in Texas so im Winter ist. Ich glaube aber immer noch reichen, dass die sich dann quasi tagsüber dann herausbuddeln, dann aufwärmen, dann über Nacht eingraben. Und mal gerade wenn da so versteckte Stollen sind, ist das halt immer so ein Magnet für irgendwelche Kleinsttiere und sich dann mal umschauen. Gerade weil er ja so tieraffin ist, sollte er da vielleicht auch mit auskennen. Und dann muss ich auch mal nach Spuren suchen. Ist da irgendein Klapperschlangennest dergleichen oder ja, wieder so irgendwelche versteckten alten Minengänge. Also machen wir eins nach dem anderen. Genau, ja. Erstmal nimmt Bruce den Bus. So, wie wir alle wissen, in den USA sind öffentliche Verkehrsmittel, was Bus und so angeht, etwas anders als hier in Europa. Nämlich, das ist so das Transportmittel für. Ja. Gut, ich war nie in Amerika. Sieht man Ja. da. Also wenn du Bus fährst, dann wirst du wirklich verzweifelt. Aber ja, kannst natürlich gerne den Bus nehmen. Kommt auf an, wenn er zu Fuß schneller ist, geht er natürlich zu Fuß. Da hat er jetzt Ja, überhaupt kein es liegt nicht Problem daran, dass die nicht okay sind oder so, aber es mit. ist halt irgendwie, es ist so ein Low-Tier-Transportmittel einfach. Ich meine, er ist ja laut hier. Ja, passt schon ganz gut. Ich wollte es nur noch Ja, mal das erwähnt wäre. haben. Naja, genau. Alles Dementsprechend gut. ist aber auch die Klientel in dem Bus, also Oh. beziehungsweise ja, ist halt schon etwas später und der Bus ist gar nicht so hochfrequentiert und wahrscheinlich wirst du auch so lange warten müssen, bis der Bus wieder in die andere Richtung zurückfährt. Wenn er dann warten muss, etwas länger an der Bushaltestelle, würde ich mich auch mal umschauen, ob ich A, jetzt habe ich sie ja ein bisschen kennengelernt, mal schauen mit den Vögeln, also ob da wieder ein Haufen irgendwelcher ominöser Krähen oder so auf irgendwelchen Dächern rumhocken. Und ich weiß nicht, hatte Bruce, ach, fällt mir gerade der Name vom alten Sheriff nicht ein, Jo. Joe, hatte der das gesehen oder hat man das generell auch von seiner Höhe gesehen, dass der so aus diesem Insektenschwärmen bestimmt. Ja, Ja. Also dann ist er ich. jetzt natürlich doppelt paranoid. So. Muss ja dann einmal gucken, weil ob da irgendwie, keine Ahnung, vermehrt so Kaka. Also er würde jetzt eher so an sowas wie Kakerlaken denken oder sowas, wenn die sich so gruppchenweise irgendwie hinter so einer Mülltonne verstecken. Und immer mal irgendwie so einen verstohlenen Blick nach hinten geben, dann ein paar Schritte zur Seite, dass ich dann in dieser Gasse weggehe und dann diese Vögel beobachten, ob sie mich zurück beobachten. Also Insekten gibt es da jede Menge und Vögel auch. Naja, Ja, dann ob ist die halt dich auch so ein jetzt bisschen. beobachten oder nicht, ist jetzt Ja, bei die Insekten ist das große schwer zu Frage. sehen. Er schaut halt trotzdem immer so ein bisschen paranoid, immer so, ich sehe zu den Vögeln so, ob die dann, ne, ist ja auch dieser leichte Wahn mittlerweile, der natürlich jetzt auch nicht abgenommen hat, nachdem sein Sire da wieder in einer hohen Position ist. Beobachtet ihr halt erstmal immer, bis dann wirklich nach. Ja, genau. Bis er dann halt vielleicht der Bus dann doch mal kommt, wie nach einer halben Stunde. Das ist ja auch so eine kleine Stadt, das ist jetzt nicht so wie so eine Großstadt, wo Na alle fünf eben, Minuten mal so ein also Bus kommt. ja, das ist
wahrscheinlich so ein bisschen wie hier auf dem Land, der Bus fährt irgendwie dreimal am Tag oder so. Das ist wahrscheinlich dann der letzte heute. Ja, er kennt das ja auch nochmal, ne? Also, ja, halt ohne Auto ist das halt immer, hoffst immer auf den letzten Bus oder dann eben zu Fuß. Also im Bus selber sitzen noch irgendwie zwei abgeheifterte Gestalten. Der Busfahrer selbst ist ziemlich angenervt, trägt so eine speckige Busfahreruniform, die schon die besten Tage hinter sich gelassen hat. Der Busfahrer selbst ist so ein untersetzter Mann mit möchte gern mehr Haaren, als er dann da wirklich hat, denn die letzten kleinen Haarfussel, die hat er sich so quer über die entstehende Glatze rüber gekämmt. Einen ziemlich ungepflegten Vollbart und knöpft dir das Geld ab. Und die einzige Gestalt, die hier noch irgendwie im Bus ist, die ein bisschen dann auffällt, als Bruce einsteigt, ist eine Dame. Ja, ich würde es schätzen, so Ende 40, Anfang 50. Mit hochgestecktem Haar und relativ, nicht wirklich fein aussehendem Mantel. Und Handtasche, also sie hat gar keine Handtasche, sie hat einen Rucksack, würde ich sagen. Aber die fällt halt dadurch auf, dass sie ein bisschen gehobener aussieht als die beiden anderen abgeheifteten Kerle, die da hinten so halb besoffen auf der Rückbank liegen. Ach, Klassiker. Früher sind die noch Taxi gefahren, die beiden kenne ich. Vielleicht sogar schon. Eventuell. Die sind wahrscheinlich schon einige Male aus der Bar rausgeflogen. Wahrscheinlich sogar durch Bruce selber. Wo Bruce gerade in den Bus steigt, der wahrscheinlich gerade zugemacht hat, wird mich dann, soweit es geht, von den allen wegsetzen, weil mit den allen, die nichts zu tun haben, außer halt zu probieren, irgendwie die Besoffenen im Blick zu haben. Entweder durch eine Glasscheibe oder dass ich den halt in so einem Vierersitz quasi dann so anschauen kann, dass sie dann irgendwie keine Blödheiten machen. Und dann, wenn er dann so einen Bus fährt, fällt dann Bruce auch was ein, weil es gibt halt eine Person, die er ziemlich gut kennt, die ziemlich wenige sonst so gut kennen und die sich vermutlich in der Stadt richtig gut auskennen würde. Ich würde mal zu Henry fahren, dem Prepper. Ja. Der kennt sich, glaube ich, am besten aus. Ja. Also, wenn einer Geheimgänge in dieser Stadt kennt, dann das Henry. Mir gerade eingefallen. Er hieß doch Henry, oder? Ich meine, Henry war der Name. Henry war es, ja. Prepper. Dann musst du rüber zum Park fahren, wo du früher mal gewohnt hast. Mhm. Ja. Aber sobald der Bus anfährt und dich irgendwie hingesetzt hast und dafür gesorgt hast, dass du möglichst viel Abstand zwischen allen Leuten hast und alle irgendwie im Blick hast, bewegt sich diese Dame zielstrebig auf dich zu. Mhm. Und lächelt dich freundlich an. Sieht dann so ein bisschen den Trenchcoat irgendwie zur Seite und man sieht so ein großes Namensschild mit der Busfirma, mit dem Busfirma-Logo auf der Bluse, die sie da drunter trägt. Guten Abend, der Herr. Ich mache eine Qualitätssicherungsumfrage für das Unternehmen. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Guckt erstmal so, er hat halt vermutlich gerade wieder so ein iPod oder so im Ohr, wie das halt immer kannte. Hat dann so, als sie näher kommt, das so rausgenommen und dann Qualitäts, worum geht's denn? Sieht dann so die Ohrstöpsel aus meinem. Zieht so halb den Rucksack runter und holt so einen Notizblock raus. Wir versuchen die Qualität des Bus-Shuttle-Service besser zu machen und deswegen führen wir Kundenumfragen durch. Haben Sie ein Ticket gelöst? Wenn ja, dürfte ich das mal bitte sehen? Ja, ich halte das so hin, also bevor Sie. Einzelfahrt. Ja. Darf ich fragen, wie alt Sie sind? Warum? Damit ich das richtig einordnen kann. Wir wollen eine Statistik erstellen. Sie wissen schon. Ja, Sonderzeit für mich erkaufen. ja.
geht sie so ein bisschen durch den Bart, gut aussieht sie so. Also, du sagst, sie sieht irgendwie fein, aber dann nicht richtig fein aus. Ja, also im Vergleich zu denen, die sonst hier irgendwie sitzen. Die hat halt einen Job. Ja, ja, gut. 26. 26. Ja. Okay. Und fahren Sie öfters mit dem Bus? Weiß ich nicht, kommt drauf an. Mittlerweile ein bisschen mehr. Ja. Ein bisschen mehr, wie oft ungefähr in der Woche oder im, sagen wir im Monat, das ist für die Statistik einfacher zu rechnen. Uff. Er denkt so ein bisschen nach. Dreimal. Zehnmal. Maximal. Also ein Vielfahrer. Acht ist viel. Okay. Ja. Bei uns fallen sie unter Vielfahrer. Vielfahrer. Ja, und gibt es irgendwelche Dinge, die Sie verbessern würden an unserem Service? Ich finde es schön, wenn die Scheiben nicht so braun wären. Ich gehe so an die Scheibe ran, das ist so ein bisschen verschmiert alles. Ja, die Scheiben. Naja, eine funktionierende Lüftung wäre ganz gut. Oder so nach oben, wo so die Fussel so raushängen und fetzen oder so. Lüftung. Ja. Und fahren Sie immer nur auf dieser Route oder fahren Sie auch Fernbusse oder die anderen Busrouten in der Stadt? Vor allem die anderen Busrouten in der Stadt, wenn ich einkaufen muss und so. Das okay. Übliche. Also ich fahre ja nicht nur den Bus. Darf ich fragen, in welchem Viertel Sie wohnen? Und wo Sie jetzt gerade hinfahren? Zur Arbeit vielleicht? Kommen Sie von der Arbeit oder? Nein, ich fahre einen Freund besuchen. Der wohnt außerhalb. Freund besuchen, okay. Ja. Und bewerten Sie bitte die Kundenfreundlichkeit des Buspersonals auf einer Skala von 1 bis 10. Ich schätze mal, 1 ist nicht so gut. Richtig. Ich kreuze die 2 an. Die 2? Guckt so Richtung Busfahrer. Ja, der so grimmig und überhaupt keinen Bock hat. Die 2. Ja. Okay. Ja. Und bewerten Sie bitte die Ausstattung unserer Busse und die Zuverlässigkeit des Busfahrplans auf einer Skala von 1 bis 10. Er guckt sich nochmal so einen Bus um. Irgendwelche alten. Also alte Polster, wo dann so dieser Schaumstoff rausguckt. Ja, überall mit Edding irgendwie draufgeschmiert. Ja, irgendwie so Kaugummis, alte, ne, eingesessen und so. Das letzte Mal kam der Bus zweimal nicht von seinen 3 Fahrten. Oh, das ist bedauerlich. Kreuzen Sie mal die 3 an. Immerhin besser als die Freundlichkeit des Personals. Das ist ja auch nicht schwer. Ja, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Teilnahme. Wenn Sie mir noch Ihre Daten, also Ihre Adresse, Ihren Namen hinterlassen würden, dann könnten Sie bei unserem Gewinnspiel mitmachen und eine Monatskarte gewinnen. Nein, danke, brauche ich nicht. Oh, das ist aber schade. Na gut. Hat wer anders Glück. Vielen, vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Sie waren zumindest gesprächiger als die beiden da hinten. Ich würde auch den und den Bus, sage ich dann so, empfehlen. Sie kennen sich ja vermutlich besser aus als ich. Das ist der Bus, der immer zu den Kneipen fährt. Ja, ja, doch. Den, da war ich heute Mittag zur Umfrage. Ja, ja, gute Wahl. Für welche Umfrage, sagten Sie nochmal, war das gleich? Für die Busfirma. Hm, na gut. Trägt ja auch irgendwie so ein Zeichen oder so von der Busfirma? Nee, die hat halt hier auf ihrer Bluse, hatte die halt das Logo von der Firma und so ein Namensbench mit ihrem irgendwie. Die haben meistens Vornamen in den USA, glaube ich, auf diese Dinger drauf gedruckt, wenn sie was haben, ne? Ja? Okay. Guck mal gerade, wie sie heißt. Und Bruce will sich einfach nur mal den Namen merken. Ja. Moment, ich hab das irgendwo. Tiffany. Tiffany.
Mhm. Ja. Dann, jetzt so, aber, naja, gut, versuchen sie es dann nochmal in dem Bus oder so, aber mit den beiden kann man die Zeit nächstes Mal anfangen. Schaut sie die Ecke, wie gerade vielleicht so hinten so drangelehnt sitzen. Wie spät ist jetzt eigentlich gerade? Wird ja nicht ganz so spät sein, oder? Ja, die Sonne geht da im Winter wahrscheinlich etwas früher unter, also ich schätze mal. Bis der Bus kam und Bruce raus ist und so. Mhm. Ja, 10 oder so. 10, ja. Bus, ja. Ja, und die Uhrzeit sind hier nicht zu gebrauchen. Aber kein Problem. Ja, vielen, vielen Dank. Sie haben mir sehr weitergeholfen. Sind dann heute der Kunde Nummer 5. Ja, dankeschön. Bitte, bitte. Ja, dreht sich wieder weg und geht dann nach vorne zu dem Busfahrer und du hast so ein paar Gesprächsfetzen von wegen. So. Zwei Punkte. Zwei Punkte, genau. Was, so viele? Ja, und dann kommst du dann tatsächlich irgendwie bei dem bei diesem nennt man das Wohnwagencamp an. Wohnwagensiedlung. Mhm. Ja, ich steige dann da aus, schaue mich dann um, kneife dann doch einmal die Augen zusammen und Scheiße, das ist noch gar nicht so lange her. Und er weiß ja eh, wo er lang gehen muss, deswegen geht er dann geradeaus in den Trailer hinein. Ja, in den Trailerpark, das ist halt dieses große, abgezäunte, mit Stacheldraht umzäunte, also so Maschendrahtzaun und obendrauf so ein Stacheldraht gedreht und so ein Riesenschild, Authority Stay Out, an dem kleinen Gartentor. Mhm. Ja, dann stehe ich ja vor diesem Gartentor, was so ein über und über mit Schlössern behangen ist. Schon dann links und rechts, klopf so. Hallo? Henry? Ja, es ist so ein großes Gartentor, so in großes Tor, so auf Kopfhöhe schon. Und dann ist halt so eine Stahltür und dann macht sie so einen Schlitz auf und du guckst in den Lauf von einer Schrotflinte. Wer ist da? Oh, Henry, ich bin's. Bruce. Ah! Klack zu. Klack, klack, klack. Der müsste Sheriff sein. Alter. Komm rein, komm rein. Ich habe dich alle ewig nicht gesehen. Ja, deswegen dachte ich mal, komm mal vorbei. Könntest du vielleicht die Schrotflinte kurz runternehmen? Ja, 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 schon klug. Ja. So. Ah, nur Steinsalz drin. Oh Gott. Ja, ich geh dann erstmal rein, würde ihm so die Hand reichen. Weißt du, wer deinen Trailer gekauft hat, verdammte Scheiße? Nein, sag. So ein Mexikaner. Nein, ehrlich? Doch. Oh. Voll gut, der hat ein Sombrero. Okay, aber hast du den schon geprüft? Ist der sauber? Oder ist das so ein illegaler? Ja. Was heißt denn sauber? Ja. Oder generell, hat der Familie mitgebracht oder ist das nur so ein Wirtschaftstyp? Du weißt schon. Nee, Familie hat er keine, der Arme. Aber wenn ich eine Frau wäre, ich würde den auch nicht nehmen. Ach, auch noch hässlich. Ja, na gut. Ja, der nicht mein Fall. Mal... Ja, gut. Zu wenig Brust, du weißt. Ich verstehe schon. Hör mal, wie geht's dir? Ich habe auch schon lange nicht mehr von dir gehört. Alles Bierchen, gut, oder kam Bierchen, mit... Bierchen. Klar. Bester Vorteil. Ja, und wird dann halt irgendwie, keine Ahnung, ob wir dann draußen bleiben oder zu ihm reingehen? Ja, rein, ja. Wir müssen reingehen, weil die Drohnen, du weißt. Hast du eine gesehen? Dutzende. Amazon oder andere Drohnen? Die Regierung. Und Amazon. Beide. Und Google. Google auch? Stimmt. Ach, ich meine, ich hätte das Logo erkannt. Kannst du nicht mittlerweile schon, du weißt schon, du bist doch ziemlich gut mit der Schrotflinte. Oder ja, komm dir dann vorbei. Du machst so eine Schublade auf und da ist irgendwie so ein Trümmerhaufen von abgestürzten Drohnen drin.
Bruce, also während er die Tour aufmacht, sie gerade aufmacht, sieht man in einem Moment ein fassungsloses Gesicht von Bruce und dann kommt wieder die Maske auf, weil es ist halt immer ein Henry. Man hat nichts anderes von ihm erwartet. Hey, wenn die über mein Grundstück fliegen. Das war aber mal ein sauberer Durchschuss. Ich gehe so darunter, nimm mir eine. Das war mal ein sauberer Durchschuss. Nicht schlecht, das mit einer Schrotflinte. Das war das erste Mal, dass ich das Jagdgewehr benutzt habe. Ach so. Mhm. Stimmt, du hast ja noch das andere. Ach, übrigens, danke für die, du weißt schon, für deine Maschinenpistole. Ich habe sie zum Glück bisher noch nicht benutzt. Sie haben es bisher noch nicht getraut, bei mir in die Wohnung zu kommen, du weißt schon. Aber wenn, ich habe auch ein bisschen vor zu üben damit. Hast du irgendwie einen Tipp für mich? Nicht wegen der Knarre, aber ich habe was Neues. Habe ich im Darknet bestellt. Verstehe. Ja, zu eine Rolle Tesafilm raus. Hast du es verpackt oder was? Wo ist es denn? Was hast du geholt? Was ist das hier? Das ist spezielle Folie für Klingelschilder. Für Fingerabdrücke? Ja. Ah, nicht schlecht. Wenn sie bei dir klingeln, hast du ihre Fingerabdrücke. Nicht schlecht, der Specht. Zeig mal her, ich habe schon zwei Leute hier erwischt, die keine Fingerabdrücke hatten, Bruce. Die keine Fingerabdrücke hatten? Was? Verdächtig, nicht wahr? Ich habe sie leider nicht erwischt, weil ich war gerade einkaufen, als sie hier geklingelt haben. Aber ich habe zwei erwischt. Ohne Fingerabdrücke. Das heißt, sie sind unter uns, Bruce. Sie sind unter uns. Wer genau? Sie. Alle. Die Regierung. Die Echsenmenschen. Oh Gott. Na klar. Du solltest ihn fragen, ob flache Erde oder Erde Hohlkörper. Das würde mich jetzt noch interessieren. Flacher Hohlkörper. Genau, flacher Hohlkörper. Oh Gott. Eigentlich müsste ich den mal googeln. Der ist so super. Ja. Bitte? Bitte. Also, wenn du einen paranoiden Ghoul an deiner Seite willst. Er würde jede Runde erheitern. Dann würde ich dann erstmal mir das so angucken. Und, warum hast du das jetzt ausgemacht, dass es Echsenmenschen sind? Oder hast du weil die keine Fingerabdrücke haben, das weiß doch jeder. Ach, ja, tut mir leid. Da bin ich einmal eine Woche weg und alles ist weg. Schlechtes Gedächtnis. So, aber ja, du hast dich noch nie um die Sachen gekümmert, aber dafür hast du ja mich. Das stimmt. Also, in der Nachbarschaft, jetzt habe ich auch niemanden, der so auf mich aufgepasst hat. Du musst aufpassen, wenn du nur irgendwelche Leute siehst, die du nicht kennst, es könnten die Echsenmenschen sein. Aber was wollen die denn von uns, außer Weltherrschaft? Sie wollen das Land übernehmen. Ich glaube, das ist... Ja, der neue aus deinem Trailer hier, der Mexikaner, der sagt auch, drüben in Mexiko ist schon alles verloren. Alles verloren? Ja, ja. Ist doch schlimm. Da wären die schon an der Macht und du weißt ja, wie es in Mexiko steht, deswegen kommen die alle hier rüber, weil die Mexikaner da regieren. Ah, verständlich, weil man Mexiko, ich würde mir da, also gibt der mir dann eine dieser Rollen? Eine Tesa-Rolle. Nice. Ja, dann. Ja, so. Ach, danke übrigens. Steck mir die so in den Mantel. Also hab mir die natürlich vorhin mal so angeguckt. Ich wollte vor allen Dingen fragen, wie es dir geht. Oder vor allem, ob wir hier das, nehme ich auch so ein bisschen näher, so Gesundheitsamt wieder da war. Ob die immer noch rumschlüffeln. Gesundheitsamt habe ich nicht wieder gesehen. Ne? Die trauen sich nicht mehr, glaube ich. Ja, cool. Bei deinem, also, jetzt gehen wir aus, ja, aber bei dem Anblick hier, ich dachte, das ist noch draußen auf das Vor, was er sich da errichtet hat. Ja, ja. Gut, dass du heute kommst. Wenn du morgen gekommen wärst, ich fahre mit meiner Schwester diese Waffenshow. Wenn ich wiederkomme, so bringe ich dir was Tolles mit. Ach Gott, ich dir. Zu Weihnachten. Ach, aber nächstes Jahr erst mal, brauche ich. Also, ich bin aber erstmal nochmal bedient. Ich muss dann noch ein bisschen üben. Weißt du? Also, ihr habt mit der Thompson noch nicht geschossen. Weißt du, da muss ich noch ein bisschen
ist ein bisschen was anderes als so ein Taubengewehr. Vor allem der Rückschuss. Puh. Aber wo ist denn die Waffenschau? Ich kenne die nur aus Dubai, Arabien, Emirate. Nee. Das ist, mir den Namen von der Stadt nicht. Also das ist das Weihnachtsgeschenk von meiner Schwester an mich. Das ist da. Sie will das so irgendwie so überraschen. Kennt dich gut. Ja. Aber mein Brüder nicht so. Braucht auch wieder neue Munition, muss ich ehrlich zugeben. Ja gut, also, wenn du so weiter fleißig Drohnen abknallst, da geht er schon mal aus. Irgendwas geht hier sowieso vor in dieser Stadt. Ich habe versucht, Munition zu kaufen hier, ne? Also, bei bestimmten Leuten. Ich verstehe schon. Aber irgendwie haben die keine. Wie? Was? Wir sind in Texas. Ich kann hier keine Munition haben. Ja, ist unser Recht? Die Gangs haben ja alles aufgekauft, ich sag's dir. Die geht Gangs bald haben... irgendwie eine große Sache ab. Die Gangs? Ja. Bestimmt auch schon von den Ex-Menschen unterwandert. Oder vom Gesundheitsamt. Oder von beiden. Ist beides gleich schlimm. Aber meinst du jetzt irgendwie so ein bisschen wie... Bruce, wartet so einen Moment. Verdammt. Google. Schaut so nach oben, schüttelt den Kopf. Also meinst du so Gangs of New York mäßig, die... Dass hier Krieg gibt, oder was? Ja. Die hier, die Motorradgänge hier, die immer hier so große Partys gemacht haben. Ach, die Bengel. Mhm. Die habe ich mal rausgeschmissen. Die Halbstarken. Richtig, gern. Kleine Waschlappen. Aber ich sag mal so, auch ein kleiner Waschlappen mit der Knarre ist gefährlich, ne? Ja. Wie unser weiser Präsident gesagt hat. Oh. Puh, ja. Ein Glück hat Bruce nicht mehr den Drang zu kotzen. Waffen in den Händen von von mental instabilen Leuten ist gefährlich. Da hat er recht. Also aber das Gesundheitsamt war nicht mehr hier, sagst du, oder? Nein, die trauen sich nicht. Hast du denn generell noch was von denen mal gehört? Irgendwie, ich weiß ja nicht, du hast ja... Nur Quellen hier in der ganzen Stadt irgendwie dem was planen, weil es war schon ziemlich komisch, als sie zu mir rein wollen, weißt du? Naja, da die auch ein bisschen haben ja den Nachbartrailer da bei dir irgendwie so zum Zeug eingesprüht und dann, keine Ahnung, da waren da 2 Tage lang keine Insekten und so, ist keine Ahnung. Was eingesprüht? Ah, okay. Da fällt mir nur ein, du kennst dich doch hier ziemlich gut aus. Du bist ja schon eigentlich Ewigkeiten hier, oder? Mhm. Aber ich habe letztens von einer neuen Bekannten hier gehört, das soll aber irgendwie so eine Legende sein mit so einem Indianerfriedhof hier oder so. Hast du da irgendwas mal von gehört? Was? Indianerfriedhof? Ja, irgendwie sowas, keine Ahnung, ganz strange. Wir wissen auch nicht, wie wir darauf gekommen sind. Aber hat sie gesagt, sie hätte mal nachgeguckt und hier gab es irgendwie Indianerfriedhof, irgendwas... Oder sowas. Vielleicht ist das. So viele komische Schundromane gelesen, bestimmt. Ja, vielleicht ist das ja auch das, was die Ex-Menschen hier wollen. Hm. Ich schaue so ein bisschen auffordernd an oder ziehst du die Frage auf. Weißt du? Deshalb musste ich an dich denken. Ich habe das gehört und dachte mir, eigentlich klingt das nach Schund, aber das würde einiges erklären hier, was die hier überhaupt wollen. Weißt du, ich meine. Gut, es gibt hier keine Casinos und so, es ist auf jeden Fall nicht wie in diesen ganzen Klischees, aber da. Was sollen die von Indianerfriedhöfen hören wollen? Ich weiß nicht, vielleicht ist das ja Indianerfriedhof nur eine Masche gewesen. Und die haben hier mal irgendwas versteckt und wollen das wieder haben. Irgendeine Maschine oder so? Das könnte sein. Wegen diesem 4. Indiana Jones Film. Ja. Welcher 4. Indiana Jones Film? Das weiß ich auch nicht, kann. Es gibt keinen 4. Indiana Jones. Ich glaube, sie haben nichts gesehen. Ja, wie auch immer. Ja. Ich wollte mal nachgehen, weil ich habe die wieder in der Innenstadt mal gesehen. Also ist das Gesundheitsamt mit ihrem Wagen, weil es mit diesem großen Van vorgefahren Deswegen ist. Deswegen gehe ich nicht mehr in die Innenstadt. Na, aber ich kann mal die gut beobachten, im Auge behalten. Und da war halt dieser Truck die ganze Zeit, weißt du? Und auf einmal
stand er da vor diesem einen Hotel, vielleicht kennst du das, ich nehme das Hotel ab. Da stand dieser Van mit aufgebrochenen Türen oder so. Vielleicht ist da einer dieser Ex-Menschen ausgebüxt oder so. Hatten die einen? Hm. Dann sind die einen Schritt voraus. Dann wissen die bestimmt mal Sachen, die wir nicht wissen. Das ist, glaube ich, ziemlich scheiße. Ich glaube, ich muss den Zaun wieder unter Strom setzen nachts. Das ist richtig, ja. Du hast, der ist unter Strom. Oh. Ich lerne immer wieder neue Sachen über dich. Ist neu. Sehr gut. Oh, aufgerüstet. Sehr gut. Sicherheitsmaßnahme, ja, als die Fingerabdrücke daran am Klingelschild waren. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Das frisst aber unglaublich Strom. Na, muss den zweiten Generator anschalten dafür. Gut, du hast ja genug, glaube ich. Du hast ein halbes Dutzend gefühlt. Ja, aber ja, mein Diesel geht langsam aus. Ja, Diesel ist teuer. Ich halte ihm so das Bier hin zum Anstoßen. Weißt du was, in Europa soll denn noch viel teurer sein? Europa. Wen interessiert Europa? Keine Amerika. Sau. Jawohl, Mann. Klung. Und dann, ja, kling. So. Ja, auf den Geburtstag vom Baby Jesus. Auf Baby Jesus, Mann. Ja, wird dann prostet nochmal so zum Weihnachtsbaum rüber. Ja, ich mach dann auch so einen verlegenen Prost so in die Richtung und dann. Das ist so ein typischer amerikanischer mit Unmengen Lametta behängter, kitschiger, ekliger. Ekliger Weihnachtsbaum. Aber der hat keine Aufbauten oder so oben auf dem Dach, oder? Nee. Ah, gut, schade. Außer die Selbstschussanlage. Vielleicht hat er die ja schön dekoriert. Ja. Mit so einer Lichterkette drumherum. So, hier. Mit schönem Scheinwerfer. Ja. Wo wir gerade dabei sind, ich wollte mir das mal angucken in der Wüste, nur weil ich jetzt heute nicht arbeiten muss. Weißt du irgendwas, irgendwie, gibt es da irgendwelche interessanten Ecken in der Wüste? Weiß ich, bin noch nicht so lange hier. Der ist 3-4 Jahre hier. Hast du das irgendwie in der Wüste gegeben? Ja, die gleiche, die das von dem Indianerfriedhof erzählt hat, irgendwas gesagt, es könnte ja irgendwelche Stollen hier geben oder so. War schon so alte Bergwerkersachen. Ja, es gibt alte Bergwerksstollen, ja. Weißt du wo? Warte mal, kommt irgendwo aus so einem Regal so eine Straßenkarte raus von der Gegend und kreist dann irgendwie so einen Teil in der Wüste an. Ah, der westliche Canyon, da war ich noch nie tatsächlich. Ah, ich danke dir, Mann. Guck mir das so an, würde mir das halt merken. Hey, nicht weil... ohne Bergsteigerausrüstung. Wär dich da. Alles cool. Ich, mach so den Rucksack runter und hab halt so, ne, so ein ganz provisor, also keine richtige Kletterausrüstung, irgendwie ist nicht so ein Seil oder so, sondern halt, ne, Standardzeug. Ich krieg das schon hin. Bin da ziemlich gut drin, glaube ich. Hm? Mhm. Ich will jetzt aber keine Zeit gehen lassen. Wir wollen auch den Rest des Tageslichts nutzen. Aber danke für das Bier, Mann. Ich komm die Tage noch vorbei, aber... Jederzeit. Wie gesagt, ich bin bis nach Neujahr bei meiner Schwester. Bis nach Neujahr, alles klar, ich merk's mir. Und viel Spaß bei der Messe und kauf nicht die ganze Messe leer. Nur die Schnäppchen. Natürlich nur die Schnäppchen. Ich kenne dich doch. Ja, und wird dann diesen interessanten Ort verlassen. Ja, hast du doch was erlebt. Ja. Und neues Item, sehr gut. Nächstes Mal Back of Holding. Eine Straßenkarte. Ja, und das Kleber. Ja, und das Teaser-Film. Richtig. Ja. Gut, ja. Springen wir rüber zu Ronan und Sam. Die wollten sich treffen oder geht ihr getrennte Wege und trefft euch nur in der Residenz? Ja, wir wollten direkt losgehen. Ich hatte mich ja gerade umgezogen. Und Ronan hat ein Auto. Das ist richtig. Das bietet das sich nur ist korrekt an. So. Das ist korrekt so. Ronans alter klappernder Dodge. Wenigstens der dürfte dem Prepper gefallen. So.
Gut, das Kleeblatt hinten drauf irritiert vielleicht ein bisschen, aber. Tja, dann mal sehen, was uns da jetzt erwartet. Tun wir, was wir tun müssen. Brauchst du eigentlich? Das Thema hatten wir schon. Nein. Ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, anzufangen. Nein. Wenn es dann etwas bringen würde, dann vielleicht, aber so. Meiner Psyche schon. Ernsthaft? Du glaubst, das würde was helfen? Der Glaube ist das Einzige, was überhaupt bei mir funktioniert. Naja, komm, lass uns fahren. Bringen wir es hinter uns. Mhm. Ja. Steckt in den alten, klapprigen, aber von innen perfekt sauberen Dodge, was so den Eindruck ein bisschen trübt. Auch, dass auf dem Tacho deutlich mehr steht, als so ein Dodge eigentlich hätte, aber... Ja, dann fährt er los. Unglaublich genau sich an alles gerade halten, vielleicht sogar ein bisschen zu langsam fahren, als er eigentlich müsste. So ein bisschen, ich ziehe die letzten Minuten noch ein bisschen. Wir wollen heute noch ankommen und ich glaube nicht, dass du die Polizei durch deine Schleicherei auf dich aufmerksam machen möchtest, oder? An einer Kreuzung, wo Ronan halt gewissentlich an der roten Ampel anhält, stehen zwei Jugendliche an der Seite mit Eimern und stürzen dann sofort, als du an der Ampel anhältst, auf das Auto zu und fangen an, die Scheibe zu wischen. Mein Gott, das ist ja fast ein tätlicher Angriff. Hast du Kleingeld für sie? Da im Kasten. Dann grabe ich mal ein paar Quarter raus. Ja. Nehmen Sie. Jetzt ist das Auto zumindest sauber. Von außen. Danke, Senor. Danke, Senor. Schönen Abend. Euch auch einen schönen Abend. Que pasa. Ihr fahrt weiter und die setzen sich wieder auf ihre kleinen Hocker, die sie da am Straßenrand stehen haben. Er wird dann halt so vorfahren. Er ist dann auch auffällig still für seine sonstige, doch manchmal etwas übergeschwätzige Art. Also, wir können jetzt auch einen ganz spontanen Mord vortäuschen und irgendwie durchbrennen nach Vegas. Fängt so ein bisschen an, völlig überzogen zu lachen. Theoretisch ein guter Plan. Wir kommen aber nicht aus der Stadt raus. Da war ja was. Greif mal ins Handschuhfach, bitte. Das mache ich doch. Ja, da hält dir dann die Desert Eagle entgegen. Ja. Danke. Oh. Nee. Sam? War echt schön, dich gekannt zu haben. Vielen Dank. Das wäre eine Überraschung, ja. Dann war er doch schon blutsgebunden, als er sich auf den Weg gemacht hat. Lügner.
Pum, pum. Oh, scheiße, in einer Stunde wieder wach. Es wird alles irgendwie gut werden. So oder so. Ist schön, dass du davon überzeugt bist. Das ist mein Mantra. Ja, und ich schinde Zeit. Ach. Das hilft uns auch nichts mehr. Lass es. Zieh den Schlüssel ab. Na dann. Es wird nicht besser durchs Zeitschinden. Solange ich mich nicht schick anziehen muss. Das wird sich zeigen. Wie war das? Ich bestimme die Kleiderregel. Guck dich so an. Wenn du jetzt sagst, jetzt muss jeder zu jedem Zeitpunkt schick aussehen, ja? Dann lebt damit, dass ich hier auf einem Steampunk-Contest herumlaufe. Das wäre eine nette kleine Gehässigkeit für das, dass ich die Habje werden soll, oder? Ich wusste, da kommt die Retourkutsche. Jetzt lass uns gehen. Nach dir, Sheriff. Hoffentlich verbietet die nicht das Rauchen. Ja. Dann geht's, ja. Ich brauche wohl Schuhe aus Schlangenleder. Ronan O'Connor, den Sheriff. Und Miss Jones, die angehende Harpie. Sehr wohl. Wir werden erwartet. Er nickt. Leider. Ja, es sind gemütliche Polstermöbel da. Hat sie da noch irgendwelche Bilder oder sowas hängen, was man sich angucken könnte? Ja, durchaus geschmackvolle, aber sehr herrisch wirkende Bilder. Also so aristokratische Porträts von irgendwelchen alten, so mittelalterlich renaissanceartigen Gestalten. Auch in so mit diesen vergoldeten Rahmen und so. Du sagst es. Ja, ich würde mir die Zeit damit vertreiben, die Bilder anzuschauen. Ja. Guckst du dir die Bilder an? Aus dem Journal des kleinen Ventro. Ja, Ron, was machst du? Der sitzt da einfach nur und raucht, oder was macht er? Muss jetzt erstmal seine Mitbewohner anbringen. Also er wird rauchen und sich dabei unauffällig wirklich jeden Winkel hier angucken, den er sehen kann, einschließlich, ob er irgendwo die Vermutung hat, dass Kameras sind oder ob welche offensichtlich sind oder wo gute Winkel für Kameras wären. Und versucht halt anhand der Bilder quasi so schon mal in seinem Kopf so ein Psychogramm zurechtzulegen. Weil vom Interieur kann man eigentlich recht häufig auf den Besitzer schließen. Mhm. Also so sich quasi mental so ein bisschen drauf einzustimmen, was sie vermutlich mögen würde. Es sieht sehr klischee-aristokratisch aus hier. Mhm. Alles das Feinste vom Feinsten, sehr reich.
sehr repräsentativ. Trotzig. Edel oder schon überladen? Es ist so irgendwie, also Ronan kommt ja ursprünglich ja aus Europa. Also von daher wird es für ihn so ein bisschen over the top erscheinen, weil das ist so dieses typische südamerikanische Übertreiben mit Gold. Also ach so, dieses, ja. Dieses Latino irgendwie bling-bling-artige, aber irgendwie so versucht in diese alte europäische Art reinzustoßen. Verbindung von Klassik und Moderne irgendwie. Ja, man wird sie vermutlich eine Verbeugung erwarten, aber keinen Kniefall. Es sei denn, sie ist aus dieser Zeit. Schaut mal so ein Bild an, so im mittelalterlichen Gewand. Ich hoffe nicht. Hast du das so laut gesagt, dass man es hören kann oder dass ich es hören könnte? Du sitzt ja quasi da auch. Ich stehe da. Läuft herum und guckt die Bilder an. Ja. Genau. Sehr spricht nicht leise. Also lass uns überraschen. Für Sam wirken, du solltest. Entschuldigung, für Sam wirken die Bilder halt auch irgendwie, ja, die sind ganz hübsch so. Aber im Gegensatz zu dem Besuch, den du bei deiner Primogen hattest, wo halt alles irgendwie kunstvoll und wirklich geschmackvoll war, und ist das hier eigentlich mehr so. Ja. Protzig. Du solltest deine Vermutung zu ihrem Alter vielleicht lieber nicht laut sagen. Frauen reagieren darauf immer ein bisschen allergisch. Hey, ich bin ihre. Ich glaube, diese Ausrede wirst du nicht mehr immer bringen können, wenn du Sheriff bist. Ich bin ein irischer Sheriff? Das ist Novum in den USA vermutlich. Nun ja. Ich sag dir nur, sei vorsichtig. Frauen sind da wirklich ein bisschen empfindlich und ich glaube nicht, dass sich das ändert, wenn sie untot sind. Aha. Dann wirft dir so einen Seitenblick zu. Ja, ganz hübsch hier alles. Ich hätte andere Bilder ausgesucht, aber naja. Jeder, wie er möchte. Ich hoffe, sie lässt uns nicht mehr allzu lange warten. Ja, neben Ronan auf der Sitzgarnitur sitzt auf einmal jemand und spricht dann in eure Richtung. Kannst ja den Vorschlag machen als Harpier, hier alles ein bisschen anders zu dekorieren. Oh. Ich würde mich langsam umdrehen. Amanda sitzt auf dem Sessel, hat die Beine übereinander geschlagen, sitzt sehr ladyhaft da, was so ein bisschen halt ihrem Nosferatu-Dasein ein bisschen entgegenspricht. Ich würde Ronan einen langen Blick zuwerfen und mich angewidert wieder von ihr wenden und weiter die Bilder anschauen. Hey, der weibliche Radagast. Er ist Radagast. Du solltest mehr Bücher lesen. Hm. Wie geht's, Amanda? Alles steil? Danke, gut. Und selbst? Ich habe das Gefühl, es sitzen weit mehr Krähen so vor meiner Detektei als früher. Ist das so? Und dabei habe ich noch nicht mal Fleischbrötchen verteilt. Hm. Das sind gute Vögel. Mhm. Schön, dass ihr hier seid. Ja, da kann man nicht schlecht Nein sagen. Wer von euch will denn zuerst? Wirf mal einen Blick zu Sam, so zwischen so von Sam zu Amanda wieder zu Sam. Willst du? Mir egal. Aber was erledigt ist, ist erledigt. Von daher, wenn ich eine Wahl habe, gehe ich als erstes. Hervorragend.
Warst du schon durch oder bist du heute auch hier zur offiziellen Vereinigung? Oh, ich habe das schon gestern hinter mich gebracht. Affen. Dann, Samantha, folge mir. Wuchtet sich hoch und wackelt so ein bisschen an Ronan vorbei. Er macht so eine fast entschuldigendes Gesichtsausdruck in Richtung Sam, so nach dem Motto, ich hätte es dir jetzt gerne abgenommen. Ich würde nochmal sehr dicht zu Ronan gehen. Mach's gut. Pass auf dich an. Und dann folge ich ihr. Führt sich in diesen Saal, in dem vor ein paar Folgen auch schon Isaiah die gesessen Goldjunge hat. War. Ja, in diesem langen Esstisch mit dem kleinen thronartigen Stuhl am Kopf, wo Sabra sitzt und aus einem Weinglas trinkt und dann, als sie reinkommt, irgendwie aufsteht. Ah, hervorragend. Besuch. Ja, Amanda sagte, Samantha hat sich entschieden, wie es scheint. Hervorragend, hervorragend. Und darf ich fragen, wie die Entscheidung ausgefallen ist? Ich würde Amanda so angucken, nach dem Motto, wohnt sie unserem Gespräch weiter bei? Oh. Du kannst gehen. Amanda nickt so mit dem Kopf ein bisschen theatralisch, wendet sich um und geht wieder raus. Wer hat das Geheimnis zu besprechen? Ich liebe Geheimnisse. Ich weiß nicht, ob man jemand trauen kann, der seinen eigenen Sire verraten hat. Von daher habe ich gedacht, wir sprechen doch lieber unter vier Augen, oder? Miss Ortiz. Ah. Sie meinte, Amanda hätte ihren Sire verraten. So könnte man das natürlich nennen, ja. Das war nicht die feine englische Art. Man merkt, Sam, Samantha, wie soll ich dich nennen? Samantha. Du bist noch nicht lange hier, nicht wahr? Du kennst Joe nicht richtig. Und wie ich auf dem Elysium so ein bisschen zwischen den Zeilen gelesen habe, ist dein Verhältnis zu deinem Sire auch nicht das Beste gewesen. Ich glaube, nachdem das Geschichte ist, ist das auch kein Punkt mehr, den wir weiter diskutieren oder besprechen müssten. Wir sollten in die Zukunft schauen. Habt ihr das nicht gestern selber propagiert? Richtig. Also, ihr wolltet wissen, wie die Entscheidung lautet. Die Entscheidung lautet ja. Hervorragend. Dann bin ich froh, eine Fee gehabt, hier in meinen Reihen zu wissen. Und wo wir gerade bei dem Thema sind, es werden doch jetzt auch die Gebiete neu verteilt, nicht wahr? Neu verteilen ist ein bisschen, naja, zu hoch gegriffen. Wir müssen natürlich einige Gebiete umverteilen, weil nun ja zwei neue Clans in die Stadt hineingekommen sind. Zurückgekehrt sind in den Schoß der Familie der Camarilla. Lasst es uns doch so ausdrücken, ich oder? Ich wusste, ich habe eine perfekte Harpie ausgewählt. Was Sprachrohr... Mein zukünftiges Sprachrohr macht jetzt schon hervorragende Arbeit. Also, dann lasst uns doch damit weitermachen. Ihr hattet doch gestern vorgeschlagen, dass ihr einen Treffpunkt schaffen wollt. In der an Tat. Dem jeder willkommen ist und an dem jeder trinken kann. Ja, das ist mir ein Herzensanliegen. Ich hätte da eine Idee. Mhm. Ihr habt doch hier diese Großraumdiskothek, diesen Nachtclub. Mhm. Diese würde sich doch als ein solcher Ort wunderbar anbieten, nicht wahr? Ja, ich stimme zu. Und
ist zudem, auch wenn man ein paar Umbaumaßnahmen macht, auch gut geeignet, um die Maskerade zu erhalten. Und trotzdem, auch wenn in diesem Bereich jeder willkommen ist, sollte doch jemand ein Auge darauf haben, was dort so vor sich geht. Oh, das ist dringend nötig. Gut. Dann möchte ich das gerne sein. Ja, ich hätte nicht mit so viel Engagement gerechnet, aber ja. Ich meine, es bietet sich einfach an. Ja, ein Treffpunkt für alle in der Stadt. Und ein umtriebiger Platz für alle meine Untertanen. Ich denke, das passt. Und ich meine, ich konnte ja auch von Andrew ein bisschen was darüber lernen, wie man einen Nachtclub so führt. Ist das so? Er hat sich in dem Metier relativ gut ausgekannt, ja. Dann habt ihr Unternehmergeist. Ich habe selbst sehr viel Zeit in solchen Lokalitäten verbracht und weiß von daher auch ein gutes Stück, was die Leute von heute haben möchten. Es ist wertvoll. Für unsere Art ist es manchmal schwer, auf dem Zeitgeist noch zu bleiben. Und wie ihr schon sagt, mit ein paar Umbaumaßnahmen sollte es auch nicht allzu schwer sein, die Maskerade da drin wahren zu können. Ja, das sollte oberstes Ziel sein. Die Einhaltung der Maskerade und natürlich keine Fehden, keine Auseinandersetzung. Ein das wird Ort sich des da sicher einrichten friedlichen lassen. Versammelns, an dem jeder trinken kann, solange er sich benimmt. Ich schätze, das lässt sich machen. Ein Novum für diese Stadt. Vielleicht können wir da auch mit der Polizei zusammenarbeiten, ein Stück weit. Dass die uns ein wenig unterstützen, was die Sicherheit angeht. Es gab ja da so ein bisschen Probleme mit den Gangs. Ja. Ich denke, das hat Malcolm aber in den Griff gekriegt. Es schadet trotzdem nichts, weil wir ja auch menschliche Besuche erwarten, die örtlichen Behörden da in ein Sicherheitskonzept mit einzubinden. Ihr wisst schon, mit diesen ganzen Drogen, die aus Mexiko rüberschwappen. Ich stimme zu. Eine Sache, um die sich der neue Sheriff den bestimmt kümmern kann. Oder der Sheriff und ich in Zusammenarbeit. Das steht ihm natürlich frei. Es wäre nur, das kleine Problem mit diesen Umbaumaßnahmen ist einfach, diese kosten Geld. Ich bin mir relativ sicher, wenn dieser Club dann, wenn wir diese Wiedereröffnung schick durchziehen, dass wir das Geld schnell wieder drin haben werden. Ich bräuchte allerdings ein kleines Darlehen, um diese Umbaumaßnahmen erstmal durchführen zu können. Ihr wisst selber, ich bin noch nicht lange in der Stadt. Da der Club wohl auf meinen Namen eröffnet werden wird, denke ich, sollte das kein Problem sein. Gut. Welchen Namen würdet ihr euch denn wünschen dafür, für die Wiedereröffnung? Ich meine, ihr könnt euch damit mit der Entscheidung natürlich auch noch ein wenig Zeit lassen, aber ich finde, habt ihr eine Empfehlung? Es sollte schon eine persönliche Note von euch tragen. Da müsste ich erst noch ein bisschen drüber nachdenken. So gut kenne ich euch noch nicht. Und ich möchte euch ja dann nicht mit irgendeinem Vorschlag vielleicht vor den Kopf stoßen. Ja, ich denke,
Ich denke, wir werden uns in den nächsten Jahrzehnten kennenlernen. Gut. Es freut mich, dass ihr diese Berufung annehmt. Habt ihr keine Bedenken, was Skillman angeht? Immerhin ist sie ja eure Clansprimogen. Ja. Wie steht ihr zu ihr? Ach, sie war zwar ganz nett zu mir, aber gut, wirklich gut kennen wir uns nicht. Und sie war auch nicht ganz ehrlich zu mir, habe ich so das Gefühl. Also. Nein. Ich meine, schließlich wart ihr es, die sie aus dem Amt enthoben habt. Naja, ich denke, ein Mitarbeiter, der vor meiner Nase gegen mich intrigiert, kann ich mir nicht leisten. Und ich schätze, Alan wird früher oder später verstehen, dass ich als Neuling in der Stadt das mir nicht leisten kann, einfach nur irgendwo, also dass ich es mir nicht leisten kann, so eine Gelegenheit nicht zu ergreifen. Ich denke, das wird sie verstehen. Allerdings, verstehen heißt nicht gleich gut finden. Dann findet sie es nicht gut. Es werden auch noch einige andere Leute manche Dinge hier in der Stadt nicht gut finden. Zum Beispiel. Soll man sich mit sowas wirklich aufhalten? Naja, es kommt drauf an. Ich werde das schon mit ihr regeln. Ja. Die ganze Zusammenkunft der alten Ordnung in dieser Stadt sollten wir gut im Auge behalten. Und ich denke, das wird eine eurer Hauptaufgaben sein. Skillman, Guerrero müssen alle unter Kontrolle gehalten werden. Und zu gewissen Dingen vielleicht sogar Malcolm. Ihr solltet Frank Graham nicht vergessen. Er gehört auch zur alten Ordnung. Frank ist ein Freund. Wenn schon, dann sollten wir ein Auge auf alle haben. Ihr wisst, Bündnisse können schnell geschlossen und schnell gebrochen werden. Ich weiß, dass Alan kein sonderlicher Freund von Frank war. Oder sie hat es zumindest vorgegeben. Das war ihr Fehler. Von daher hatte ich auch noch nicht die Gelegenheit, ihn wirklich kennenzulernen. Etwas, was ich dringend nachholen möchte. Und macht euch keine Sorgen auf den Rest, ich werde ein Auge auf sie haben. Hervorragend. Nur verwechselt bitte eure Profession ab sofort in dieser Stadt nicht mit einem Spürhund oder einem Sheriff. Ihr seid die Harpie. Nein. Keine Sorge. Gut. Könnte es nur schwer ertragen, wenn ein so anscheinend so enthusiastischer und fähiger Mitarbeiter aus irgendwelchen Gründen auch immer zu weit geht und Unmut auf sich zieht, denn das fällt alles auf mich zurück. Das kann ich voll und ganz verstehen. Ich werde mit dem notwendigen Bedacht vorgehen. Keine Sorge. Hervorragend, wir sollten uns vielleicht dann einmal in allen 4 Wochen treffen, um die Neuigkeiten auszutauschen. Sehr gerne doch. Hervorragend.
Was meint ihr, wann besteht die Möglichkeit, eine Unterkunft im Club zu beziehen? Weil ich glaube, ich bin gerade noch in einem von den Apartments von Ellen, aber ich glaube, ich bin dort nicht mehr sehr für lange Zeit gern gesehen. Ja? Ihr wollt in dem Club selber wohnen? Ja. Eine interessante Wahl bei einem Toreador. Es gibt dabei, wenn man so einen Club anständig führen will, kostet das verdammt viel Energie und Zeit. Und dann ist es sehr angenehm, kurze Wege zu haben. Nun, wenn es nach mir geht, nutzt die Halle sofort. Die Umbaumaßnahmen müsst ihr natürlich machen und wir haben Winter. Ich denke, es wird etwas Zeit dauern, bis die Firmen das alles umgebaut haben, wie es euch passt. Wir können das dann alles bei den Treffen besprechen. Ich weiß nicht, habt ihr schon eine Liste mit Firmen, die für sowas vertrauenswürdig sind? Die vielleicht in eurer besonderen Gunst stehen? Ich möchte euch ja dann nicht irgendwie verärgern. Betrachtet es als eine allererste Aufgabe. Wie gesagt, herauszufinden, wie andere ticken und einschätzen, wie andere ticken, ist eine Harpier-Aufgabe. Und ich bin gespannt, was ihr alles rausbekommt in den ersten paar Wochen. Gut. Ja, gibt es sonst noch etwas? Kann ich euch sonst irgendwie noch helfen? Nein. Ich glaube erstmal nicht. Hervorragend. Gut, dann habe ich noch eine Sache zu erledigen, die etwas mehr Aufmerksamkeit noch erfordert. Wann genau soll das nächste Treffen stattfinden? Ich denke, ihr werdet etwas Zeit brauchen, um alles zu ordnen. 4 Wochen. Gut. Dann fühlt euch wohl in eurem neuen Unterkunft. Ich denke, ich weise euch dann ein Jagdrevier rundherum zu. Das wäre nett. Da in dem Club ja so generell getrunken werden darf, könnte es sein, dass dort für euren Geschmack etwas zu wenig abfällt. Ihr solltet partout darauf bedacht sein, dass dort keine Überfütterung stattfindet. Ihr wisst warum. Kein Problem. Und natürlich müsst ihr geeignete Menschengruppen versammeln können, die... Naja. Als Nahrung herhalten können. Ich habe da schon eine Idee, wie wir das sinnvoll machen können. Hervorragend. Und auch ein Auge drauf haben können, dass die menschlichen Besucher des Clubs nicht allzu sehr an ihre Grenzen gebracht werden. Wie ich schon sagte, das wäre ein äußerst hohes Anliegen, denn sobald das passiert, besorgt euch fähige Türsteher, die aussortieren. Ich meine, generell sollte es erlaubt sein, dass jeder dort trinken kann, aber nicht um jeden Preis, wenn ihr versteht. Das kann ich voll und ganz verstehen. Macht euch da keine Sorgen. Hervorragend. Ich habe mir zu meinen Lebzeiten auch genügend medizinisches Wissen angeeignet, um gewisse Risiken gleich mal aussondern zu können. Gut. Ich merke, ich habe instinktiv eine richtige Entscheidung getroffen. Ja, dann möchte ich euch nicht weiter aufhalten. Ich habe einen Umzug zu organisieren. Frohes Schaffen. Ebenso. Wir sehen uns. Dann mache ich mich von dann.
Schickt mir doch bitte den Tremere herein, wenn ihr geht. Das werde ich machen. Oh, das ist schon der Tremere. Ja, der Tremere. Den würde ich noch reinschicken. Und ich würde an deinem Auto auf dich warten. Nicht da oben. Ja, Ron fährt hoch. Ist Amanda mit dabei, oder? Ja, du hast sie gar nicht rauskommen sehen. Du hast so gesehen, dass die Tür aufgeht und dann wieder geschlossen war. Und dann. Also sie kann da sein, sie kann auch nicht da sein. Ich könnte sie zwar sehen, aber tatsächlich legt das in dem Moment nicht drauf an. Dann trittst du ein und da sitzt sie wieder sehr gerade. Oh. Ronan. Euer Hoheit. Setzt euch ein bisschen was zu trinken. Oh, später. Habt ihr euch entschieden, ob ihr den Job wirklich haben wollt? Wie man so schön sagt, ich hab eine Nacht drüber geschlafen, diese alte Redensart. Apropos, ihr könnt beide nochmal einen Roast-Test machen, weil ihr seid ja aufgewacht. Ich wollte gerade sagen, da war was. Das war einer, ne? Mhm. 1W10. Sam hat keinen Hunger, aber Ronan hat ein bisschen mehr Hunger. Wie passend. Es fügt sich mal wieder. Und ja. Ich will diesen Posten und ich will diese Verantwortung. Nur damit ihr genau wisst, was auf euch zukommt, ich denke, es wird in der nächsten Zeit einiges zu tun geben für den Sheriff. Immerhin haben wir die alten Strukturen noch unter uns und sie werden alles daran setzen, uns Steine in den Weg zu legen. Ihr habt euch ziemlich viele Feinde gemacht auf einen Abend. Welcher Prinz hat keine Feinde? Ich weiß nicht, ob das vielleicht nicht sogar ein Rekord war. Wer meint ihr, gehört zu den Feinden? Geht man jetzt davon aus, dass ein, zwei Stimmen Getöse waren, im Überschwang gesprochen? Gehe ich zumindest davon aus, dass vermutlich der alte Sheriff definitiv euer Feind sein wird. Und als Sheriff hat er auch genug Mittel zur Hand gehabt, um gefährlich zu sein. In der Tat. Abgesehen von Malcolm. Ja. In meinen ersten Stunden als neuer Prinz musste ich da schon einiges bearbeiten, was eigentlich in eure Expertise und eurer Fachgebiete hineinläuft. Ehrlich gesagt, ich habe gestern die Nacht mehr oder weniger damit zugebracht, um auf irgendwas zu warten, das vielleicht passiert. Ist das so? Vielleicht, dass Joe etwas plant oder startet, den Neuen im Amt aus dem Spiel zu nehmen vielleicht. Ihr seid noch nicht lange hier, Ronan, nicht wahr? Ihr müsst eine Sache wissen über Joe. Joe hegt eigentlich keinen Groll gegen irgendwen. Joe fühlt nicht. Das ist ein bisschen verstörend, aber Das, was ihn auszeichnet, ist, dass er Handel treibt.
Ein Gefallen gegen einen Gefallen. Was ja... Und sich akribisch daran hält. Was sich ja für den Nosferatu nicht untypisch ist. Richtig. Das macht ihn auf der einen Seite sehr berechenbar, auf der anderen Seite sehr gefährlich. Jeder braucht mal irgendwas. Also wird er über entsprechende Informationen auch verfügen, auch über mögliche Schwachstellen des einen oder anderen. Definitiv. Aber ich denke nicht, dass er uns diese Informationen zur Verfügung stellen wird. Nein, zumindest mit Sicherheit nicht. Zumindest nicht ohne Gegenleistung. Ich denke, da wird früher oder später etwas kommen. Liegt an euch, das zu unterbinden. Wenn ihr von unterbinden sprecht, soll ich unterbinden, soll unterbunden werden oder ausgesondert? Bevor wir in die engeren Qualifikations- und Besprechungsmaßnahmen hineingehen, würde ich ganz gern das Amtsverfahren zuerst durchziehen, damit ich nicht mit offenen Karten spiele, ihr euch umdreht und hinausgeht, ohne euer Werk verrichtet zu haben. Versteht ihr euch auf die Gabe des Sehens? Nein. Wenn es euch dann recht ist, euer Hoheit, würde ich gerne mal überprüfen, ob wir gerade alleine sind. Bitte? Dann würde ich mal Sense die anziehen wirken. Muss mal gerade eben schnell den Wurf nachgucken. Ich habe hier soweit alles offen. Ich muss nur einmal der Sense die anziehen. Wits and Auspects oder Resolve and Auspects? Gab es einen Unterschied, wenn man was würfelt? Normalerweise Wits und Auspex, okay. Da. Alles klar. Gut. Roll it. Man kann ja vielleicht ein bisschen protzen, sozusagen. Jetzt kommt Bestial Crit. Ein Crit. Aber 4 Erfolge. Also es streicht sich so kurz über die Augen. Blinzelt dann einmal und schaut sich um. Sind wir alleine? Ja. Gut, wir sind allein. Ich bin beruhigt. Zum einen ist das meine übliche Paranoia und zum anderen gibt es Dinge, die sollten zwischen Kaniten privat bleiben. In der Tat. Ja, dann gut. Soll ich irgendwas? Er wirkt so ein bisschen unbeholfen. Aufsagen, ich weiß nicht, wie ihr Eide begeht. Oder begehen möchtet, wie zeremoniell. Ich bin da nicht sonderlich wählerisch. Mir reicht, dass ihr die feste Absicht habt, euren Job zu erledigen. Was habe ich? Was mir am Herzen liegt, ist die Domäne und der Schutz meines Volkes. Und vor allen Dingen deren Sicherheit, um jeden Preis. Und ab sofort die Sicherheit eures Prinzen. Als Sheriff die Sicherheit meines Prinzen. Gut, dann besiegeln wir das Ganze. Steht auf, geht zu dir rüber.
Ja, dann wird er auch aufstehen, dann mal kurz zögern und dann doch tatsächlich quasi auf ein Knie gehen. Greift so mit der Hand nach unten, zieht dich nach oben. Okay. Nein, so nicht. Sondern? Ja, sie schaut dir tief in die Augen. Nimmt dann so, zieht dich dann so zu sich ran und drückt dir einen Kuss auf die Lippen, während sie dir dann in die Lippe beißt und dadurch Blut ausgetauscht wird. Okay. Ja. Der Geschmack, den Ronan von Sabras Blut kostet, ist ungewohnt. Ronan ist seit seiner Erschaffung, glaube ich, nicht großartig mit Blutsbanden oder vampirischem Blut im eigenen System gar nicht in Berührung gekommen. Ich weiß nicht, inwiefern er das bei Jelly schon irgendwie probiert hat, oder dass er da noch eine andere Sache ist. Das klappt doch nicht so richtig. Ja, zumindest das Blutsband nicht, aber inwiefern ihr voneinander getrunken habt, weiß ich halt nicht. Ist auf jeden Fall ein deutlicher Unterschied. Das definitiv. Denn Sabras Blut ist dick. Und kräftig. Stark. Und Ronan durchläuft ein schauriges Gefühl, ein Ziehen im Nacken, die Haare stellen sich vielleicht auf. Und als sie den Kuss dann loslässt, dir in die Augen schaut, meint dann: eine gute Zusammenarbeit, Ronan. Hört sich ihre Stimme für dich irgendwie anders an und du siehst sie mit irgendeinem anderen Auge. Du hast irgendwie das Gefühl, dass sie viel zerbrechlicher ist, als sie das vor ein paar Augenblicken war. Du erkennst irgendwie an ihrer Aura vielleicht oder in ihrer Art ein geschundenes Wesen, ein Außenseiter, der jetzt auf irgendeine Art an Macht gekommen ist, zwar, aber der der Schutz braucht. Und instinktiv bekommt Ronan Flashbacks von den Leuten, die ihn in seinem Leben am liebsten waren, die er schützen wollte immer. Und die Gesichter tauchen vor seinem Geist auf und legen sich über Sabras Gesicht. Scheinen zu verschmelzen vor dem geistigen Auge von Ronan. Ich werde nicht scheitern. Das wirst du nicht. Umarm dich nochmal. Ja, das ist jetzt für ihn extrem seltsam in dem Moment, weil es ist zwar seine Vorgesetzte, aber das schafft ja auch eine gewisse Nähe. Definitiv. Und er würde sie halt auch sehr fest umarmen. Ja, sie lässt das zu. Es dauert vielleicht länger, als es sollte. Und dann lässt sie dich wieder los, tritt dann so 2-3 Schritte zurück. Nun, vielleicht, so schwer es mir fällt, es gibt viel zu tun an diesem Abend. Ja, besser früh als spät mit der Arbeit beginnen. Ich denke mal, also Ronans Verstand beginnt jetzt auf Automatikmodus zu rattern. Ich denke, die alten Fälle von Joe, die auf seinem Schreibtisch liegen, gehen dann an mich über, wenn noch Sachen ungeklärt sind.
Da gab es einen Zwischenfall gestern. Er hat wohl seine Aufzeichnungen alle mitgenommen, bis auf eine Handvoll. An einem Fall habe ich schon gearbeitet. Der ist schon erledigt. Aber es könnte dich interessieren, denke ich, weil es etwas mit dem Klüngel zu tun hat, mit dem du so viel herumgehangen hast. Nun, ich habe sie vor allen Dingen auf Wunsch von meiner Primogen überprüft. Ja. Was noch ein anderes Thema vielleicht ist, aber... Und laut den Unterlagen diesen Isaiah an Guerrero ausgeliefert. Das ist korrekt. Sagen wir so... Ich mag Isaiah. Er ist bestimmt noch nützlich. Es steht mir nicht zu, über eure Vorlieben zu urteilen. Guerrero hat ihn aus dem Weg geschafft. Auf euren Geheiß hin. Mit der Hilfe von Joe. Wir können es Joe nicht ankreiden und Guerrero auch nicht, weil sie in offiziellem Anlass gehandelt haben und aufgrund deiner Informationen ein Maskeradeverbrechen vorlag. Also haben sie eigentlich nach den Regeln der Camarilla gehandelt, aber nun, ich hebe hiermit ihr Urteil auf, dass du Bescheid weißt, falls du die Akten sehen solltest. Nun, das liegt im eurem freien Ermessensspielraum. Ich denke, er hat seine Strafe bekommen und verbüßt. Ihr solltet wissen, ich habe das nicht aus Rache oder sonst etwas getan. Ich habe ihn direkt zur Rede gestellt und seine Antworten ließen darauf schließen, dass ihm dieser Vorfall egal war. Da sah ich die Gefahr, ohne eine entsprechende Regelung, dass sowas vielleicht nochmal passiert. Deswegen habe ich das getan. Ja. Die zweite Sache wird sein, also, dass ihr euch um Skillman kümmert. Ich denke, sie ist von den Leuten, die er eben als Feinde bezeichnet hat, am gefährlichsten, weil am unbedarftesten. Ich denke, ich habe mich gestern noch um sie gekümmert. Aber es schadet nicht, sie im Auge zu behalten. Und Samantha, den neuen Harpier, traue ich auch noch nicht so richtig über den Weg. Sie hat zu lange bei Skillman gewohnt, als dass ich sie einfach so... Nun, sie wirkt ganz enthusiastisch und hat gute Ideen, aber sie ist ein Toreador. Er zögert ganz kurz. Ich habe von Miss Gilman nicht viel mitbekommen, außer dass, was sie nach außen vorgibt zu sein. Und ich hatte gestern ein Gespräch mit ihr und ich denke, sie wird den Ball sehr flach halten in der nächsten Zeit. Aber es schadet ja nicht, sicher zu gehen, dass sie das auch wirklich tut. Mhm. Und sollte sie auch nur den kleinsten Anschein machen, den leisesten kleinsten Anschein, wüsste ich das gerne sofort. Soll ich dann direkt einschreiten oder nur melden? Melden reicht, glaube ich, erst einmal. Was ist mit Miss Guerrero? Und sie ist euer Primogen und euch da euch in gewisser Weise auch weisungsbefugt und ich weiß, wie eng Haus und Clan zusammenhängen. Aber ich denke, die Loyalitäten sind klar.
Schätzt ihr sie auch als eine Gefahr für euch ein oder wird sie auch eher ruhig bleiben? Guerrero ist eigentlich ein sehr unpolitischer Vampir. Sie weiß viel über das, was hier in der Stadt abgeht. Von daher ist ihr Dasein und ihre Expertise für uns sehr wertvoll. Allerdings ist es bei ihr ähnlich wie bei Joe. Sie wird nichts ohne Gegenleistung machen. Aber ich denke nicht, dass es in ihrem Interesse liegt, politisch aktiv zu werden. Mhm. Habt ihr Anweisungen bezüglich des abenteuerlustigen Klüngels? Haltet mich auf dem Laufenden, was sie treiben. Sie waren sehr laut. Sollten sie weiterhin laut sein, wüsste ich das näher gerne, bevor es andere Leute an mein Ohr tragen. Mhm. Und vielleicht, wenn ihr eine gute Beziehung zu ihnen haben solltet, auf irgendeine Weise weist sie doch fröhlich darauf hin, dass Lautsein nicht erwünscht ist. Was sie schon mal meinem ersten Besuch tat, aber scheinbar nicht nachdrücklich genug. Und ihr habt jetzt eine ganz andere Autorität. Apropos, diese Autorität muss natürlich unterzeichnet und als Status auch sichtbar werden. Der alte Sheriff hatte das Theater und die Gangs unter sich, zumindest in direktem Bezug über Malcolm. Ich denke, ich werde die Gangs Malcolm nicht wegnehmen können, ohne ihn mir auch zum Feind zu machen. Das Theater kann ich Joe ebenfalls nicht nehmen. Das wäre ein zu großer Akt. Mit dem Polizeirevier gibt es einige Probleme. Dies wäre mein Vorschlag oder Wunsch gewesen, dass ich mich da einklinken könnte. Immerhin war ich mal Polizist. Nach allem, was ich flüchtig in dieser Nacht mitbekommen habe, ist es sehr intensive Arbeit für Joe gewesen in den letzten Monaten, das Polizeirevier unter Kontrolle zu halten. Es gab wohl einige sehr heftige Zwischenfälle. Und die zweite Inquisition hat ihren Daumen auf diesem Revier. Das habe ich mir fast schon gedacht. Mit Ablaufen unseres Vertrages mit diesem Menschen werden sie, denke ich, andere Maßnahmen ergreifen, wenn wir uns dort bewegen wollen. Würde das gerne in deine Hand geben, aber ich rate zur Vorsicht. Es muss sehr diskret passieren. Ich kenne mich durchaus mit Diskretion aus. Und meine bisherigen Kontaktversuche zu der hiesigen Polizei verliefen auch eigentlich sehr gut. Nun, ich sagte, meinen Segen hast du, wenn du die Polizei unter deine Kontrolle bringen möchtest, aber ich kann sie dir nicht überschreiben, weil sie nicht in meinem Zuständigkeitsbereich, in meiner Reichweite liegt. Das würde ich aber ganz gerne geändert wissen. Ich bin auch kein Freund davon, Dinge geschenkt zu bekommen. Ich erarbeite mir meine Leistungen lieber. Dann hast du eine Aufgabe. Amanda wird sich um Joe kümmern. Also ein gegenseitiges Nosferatu belauern. Wer könnte den Clan Nosferatu besser unter Kontrolle halten als ein anderer Nosferatu? Das ist richtig. Von den Malkavianern haben wir nichts zu befürchten. Mit Samantha haben wir Clan Toreador, einen großen
ein großes Entgegenkommen, zumindest symbolisch, geben können. Ein wichtiger Posten für den Clan. Auch Clan Tremere hat durch dich einen wichtigen Posten bekommen. Was mit den Neuen, mit dem Bruja und den Gangrel ist, werde ich bei der ersten primogenen Ratssitzung wohl mitbekommen. Ich würde mich wirklich auf ein etwas planloses Kettenrasseln einstellen. Das ist mir bewusst. Diese Stadt soll eine Stadt sein, in der sich alle wohlfühlen können, Ronan. Das ist ein mehr als nobles Ansinnen, Euer Hoheit. Dennoch nicht zu jedem Preis. Völlig richtig. Ordnung. Die Ordnung der Camarilla ist das, was Freiheit bringt für unsere Art. Wie streng sollen die Traditionen befolgt werden in eurem Namen? Ich werde von Fall zu Fall entscheiden. Keine übereilten Eigengänge. Außer ihr habt wirklich den Eindruck, dass jemand es bewusst tut und wirklich eine Gefahr für die Gesellschaft darstellt, dann habt ihr natürlich das Recht, selbst zu entscheiden, ob dieser Kainit oder diese Kainitin entfernt werden kann, um alle anderen zu schützen. Und wenn ich eindeutige Beweise vorbringen kann. Richtig. Niemand möchte eine Blutjagd. Richtig. Die letzte Sache. Diese Stadt wird mit Samanthas Hilfe einen Anziehungsplatz für Vampire bekommen. Ein Platz, von dem jeder frei trinken kann. Das wird Vampire anlocken. Aus der Gegend. Und wie wir alle wissen, hat dieser Ort ein Problem mit ankommenden Vampiren. Ja. Ich wünsche, dass neue Ankömmlinge sich sofort hier melden. Am ersten Abend ihres Eintreffens. Jeder, der einen zweiten Abend hier ist, hat seine Daseinsberechtigung verwirkt. Wir können es uns nicht leisten, mehr Kainiten in diese Stadt zu lassen. Uns würden die Nahrungsgrundlagen zu Ende gehen. Außerdem so oder so nicht mit der bevorstehenden Konfrontation mit der zweiten Inquisition. Das kommt dazu, aber wichtiger ist, dass wir keine Nahrung finden werden. Ja. Wir sind jetzt schon zu viele. Ich werde darauf achten. Bei dieser Gelegenheit bitte ich um das Recht, mir eine Truppe aufzustellen und gegebenenfalls Gule zu schaffen, die meine Augen und Ohren sein können. Ein Ghul ist gewährt. Auch hier gilt, jeder Mensch, den wir in unseren Dunstkreis ziehen, ist einer weniger, von dem wir normal trinken können. Das ist richtig. Die Ressourcen sind hier mehr als begrenzt. Das ist das, was der alte Prinz nicht einsehen wollte. Das ist nicht New York City. Richtig. Ist es möglich, meine Detektei zu behalten? Wenn sie euch nicht an eurer Arbeit hindert? Es ist ja auch meine menschliche Tarnseite. Und so kommen mir sehr viele Gerüchte zu. Solange sie der Camarilla dienlich ist. Sollte ich auf etwas sehr Interessantes stoßen, werde ich das natürlich berichten. Wir sollten ein wöchentliches Treffen abhalten. Mindestens. Zumindest für die erste Zeit.
Ja, es werden bestimmt noch einige Sachen aufkommen. Ich freue mich auf eine Zusammenarbeit. Meine Freude ist grenzenlos. Die tritt nochmal auf dich zu und umarmt dich nochmal. Ja, das macht er auch. Richtig. Und wieder verschwimmen so kurz die Gesichtszüge vor seinem Auge. Eine Frage zum Schluss. Traut ihr Amanda? In unserer Gesellschaft sollte niemand niemandem vertrauen. Sagen wir es anders. Denkt ihr, dass sie eine Gefahr sein könnte für euch? Oder dass ihre Ambitionen dahin gehen? Nicht, wenn du auf mich aufpasst. Dann sollte ich möglichst dafür sorgen, dass es möglichst wenig Vögel in der Stadt gibt. Ich denke, dann machst du dir einen mächtigen Feind. Was für keine Auseinandersetzung, wo sie nicht nötig sind. Ich weiß. Ich möchte euch auch keinen Stress oder Unbehagen bereiten. Ein Vögelmassenmord, hä? Eine interessante erster Arbeitstag für einen Sheriff. Wäre ein etwas sehr hartes Statement, aber ich werde vorsichtig sein. Was kommt als nächstes? Alle streunenden Katzen töten? Und ganz viel Insektenvernichtungsmittel ausgeben. Ich denke, meine Ressourcen sind auch nicht unbegrenzt, Ronan. Und jetzt, wo ich den Club aufbauen muss und Samantha viel Geld geben muss, das muss ich erst mal wieder einspielen, damit wir solche Maßnahmen in Angriff nehmen können. Ohne dabei unsere Nahrung zu vergiften. Verlasst euch da auf mich. Ich werde so viel Stress wie möglich von euren Schultern fernhalten. Dafür aber wichtig, zum Sheriff gemacht. Ich wünsche dir noch einen Segen der Nacht, Ron. Euch auch, Euer Hoheit. Sabra. Sabra. Irgendwelche Befehle oder Anliegen für die erste Nacht des offiziellen Amtsantritts? Ich denke, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Dann mache ich mir mal eine Liste. Wie ihr wünscht. Wie du wünschst. Ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Drück dir nochmal einen Kuss auf die Wange, schlüsst sich dann ein bisschen von dir weg und lässt dich gehen. Ron geht grinsend raus. Und kommt dann zum Auto. Draußen wartet Sam. Hey, Harp hier. Hey, Sheriff. Würdest du mich nochmal mitnehmen? Klar. Wen willst du heute umbringen? Ich will packen. Ich habe noch einen Umzug zu organisieren. Ach so. Nicht, dass es viel zu packen wäre, aber. Du hast mehr Klamotten als ich. Wie grinst du übrigens immer noch? Ja. Yeah. Man könnte meinen, er ist 2 Zentimeter größer als vorher. Mm. Oder er geht aufrechter. Irgendwas ist es. Ich bin gespannt, was Jelly dazu sagen wird. Hä? Du solltest dir vielleicht dieses dümmliche Grinsen vom Gesicht wischen, bevor ich das nächste Mal begegne. Grinse doch gar nicht. Also? Oh doch.
Ich glaube nicht, dass sie erfreut sein wird. Aber den Kampf müsst ihr ausfechten. Ach, mach dir da mal keine Sorgen. Das ist alles ganz cool. Ich darf den Prinzen duzen, also. Ist ja auch kein Wunder, du bist ja auch ihr Haustierchen. Und du, ihr Megafon. Ich habe aber noch einen freien Willen. Ja. Den habe ich auch. Oder willst du jetzt ein Diss-Duell machen? Ich meine, das können wir auch machen. Das kann ich gut. Ich habe dein Gesicht gesehen. Lass uns fahren. Okay. Wir sollten uns in den nächsten Tagen mal noch über was unterhalten. Oh ja. Ich muss heute eine endlange Liste schreiben und dann wird es richtig spaßig. Ich weiß nicht, hat dir Alan von dem Club erzählt? Sabra hat mir von dem Club erzählt. Ach. Ja, hat sie. Gut. Und dass ich habe gedacht, wir könnten da ja vielleicht uns gemeinsam ein Sicherheitskonzept überlegen. Das ist günstig. Apropos Sicherheitskonzept. Ich brauche Leute. Die Gang kann ich schlecht fragen. Ich brauche Leute für eine Sicherheitsmannschaft. Vielleicht kennt Bruce ein paar Jungs, die man verwenden kann. Oder er kennt jemanden, der jemanden kennt. Du könntest gucken, ob es in dieser Stadt hier eine Bürgerwehr gibt. Oh Gott, eine texanische Bürgerwehr? Da sind vielleicht auch ein, zwei vernünftige Kerle dabei. Oder du kannst gucken, Kampfsportclubs, irgendwie sowas in die Richtung. Es müssen definitiv mehr Iren in diese Stadt. Ach, gegen mehr Menschen ist in dieser Stadt, glaube ich, nichts einzuwenden. Ja, das ist das Problem. Aber ehrlich, du könntest die gelben Seiten abklappern. Nach Sportvereinen, Kampfsportschulen. Und dir dann mal das Klientel dort anschauen, ob da vielleicht geeignete, die Pfadfinder? Es kommt drauf an, was genau du suchst. Naja, zum einen brauchst du Leute als Türsteher und Aufpasser. Und ich brauche weitere zusätzlich paar Augen. Ich kann nicht an jedem Ende der Stadt sein, weil wenn der Club eröffnet wird, wird es Kaniten von draußen in die Stadt ziehen. Und wenn die länger hier bleiben, gibt es Probleme. Also bräuchte ich zumindest einen Türsteher oder zwei, die Möglichkeit haben, zu sehen, ob jemand Kainit ist oder nicht. Bin ich einverstanden mit dir. Ich hätte gern auch jemanden da stehen, der ein bisschen medizinische Ahnung hat. Angela! Ich denke, da kannst du bei Angie einen Volltreffer landen. Die steht für mich nicht zur Diskussion. Vielleicht landest du auch woanders einen Volltreffer. Da würde ich tatsächlich eher einen Menschen bemühen. Also ich kenne leider keinen. Also ich kenne mich ein bisschen mit Medizin aus, aber das reicht nur für einen Druckverband. Naja, ich habe mir sagen lassen, dass dieser Frank Graham ja das Krankenhaus unter seiner Fuchtel hat. Vielleicht hat er da irgendwelche auf den Rettungswagen irgendwelche Jungs in Ausbildung, die sich noch ein Zubrot verdienen wollen. Bestimmt. Oder Schwesternschülerinnen.
es gibt genügend Leute, die medizinisch eine gewisse Ahnung haben und gerne sich ein Trinkgeld dazu verdienen. Wir werden übrigens vermutlich bald Isaiah wiedersehen. Und er wird mich hassen. Und ich meine damit wirklich hassen. Warum? Weil der Grund, warum er nicht gerade zugegen ist, der Grund ist, dass ich ihn angezeigt habe, er wurde bestraft. Und Sabra hat das Urteil jetzt aufgehoben, also wenn er weiß, wer ihn verknackt hat, er mochte mich ja vom ersten Augenblick an und ich ihn, das ist ja so, weißt du, wir können ja eigentlich... Isaiah, der Goldjunge, ist ein ganz charmanter Wir haben Kerl, so ja. eine Bromance, der Isaiah und ich, ne, also... Ich glaube, John schlägt dich. Das glaube ich auch, dass er mich schlägt, aber... In doppelter Hinsicht. Es wird lustig. Meine Liste wird immer länger. Aber gut, jetzt machen wir sobald wie möglich mal zusammen. Ich habe eh jetzt wöchentliche Sitzungen, bis die ersten Sachen durchgearbeitet sind. Es hätte schlimmer laufen können. Für dich und für mich. Schon. Warten wir mal ab. Zumindest habe ich jetzt wieder ein paar Puzzlesteine dazu bekommen. Mal sehen, was ich daraus machen kann. Sie hat mich gewarnt, ich sollte aufpassen, dass ich dir nicht zu sehr in die Quere funke. Naja. Die Aufgaben von Harpier und Sheriff überschneiden sich zuweilen. Zumindest was Informationspolitik anbelangt, aber ich kann nicht überall meine Ohren haben. Also ich finde, wir können durchaus unter der Hand problemlos zusammenarbeiten. Du könntest vielleicht dich vor allem mal um John kümmern. Mich würde interessieren, mit wem John da telefoniert hat. Wir bräuchten irgendwie eine sinnvolle Überwachung für den Dicken. Ein anderer Nosferatu wäre toll. Ich könnte Joe fragen. Du könntest Joe fragen. Wir haben uns ganz nett unterhalten. Ihr habt... Gestern Abend. Und das ist schön. Du hast dich mit Joe unterhalten, ich habe mich nett mit Malcolm unterhalten, wir haben quasi auf dem Elysium die Sicherheit zusammen gemacht. Hey! Wie gesagt, der Name... Wenn du meinst, dass du mit Joe reden kannst, der ist auf jeden Fall damit beschäftigt, vor Amanda davon zu laufen und Amanda ist damit beschäftigt, vor Joe davon zu laufen. Die machen jetzt ein... Das heißt, es ist egal. Wenn du auf eine Ameise trittst, ist jemand... angepisst und wenn du einen scheiß Vogel vergiftest... Ich bin auf keine Ameisen getreten. Und wenn du einen scheiß Vogel vergiftest, ist auch jemand angepisst. In dieser Stadt läuft man nur noch wie beim Ballett. Nun ja, dann wäre vielleicht eine der Dinge, die wir beim Umbau des Clubs beachten sollen, auch, dass er möglichst Insekten und sonstige Tiere sicher wird. Ich sag ja, ein Jahresvorrat an Insektenvernichtungsmitteln und Giftködern ist wunderbar. Na gut, das würde ich mir tatsächlich rausnehmen, weil ich habe vor, in dem Club auch irgendwie Snacks, kleine Gerichte anzubieten. Da aus kann man Gründen, wunderbar, wie du dir vorstellen da kannst. Da kann man wunderbar Rattenköder unter die Snacks mischen. Ach, du verstehst mich absichtlich falsch. Nein, da müssen wir für eine gewisse Hygiene sorgen. Und vermutlich... Ich bin mir nicht sicher, aber es könnte sein, wenn du einen Club mal aufmachst, weißt du, wer dann auf deiner Türschwelle mit Sicherheit stehen wird? Das Gesundheitsamt. Das heißt, du wirst mit Sicherheit die alte Inquisition in deinem Club haben. Zumindest Beobachter. Und wenn dir da was auffällt,
Sag's mir bitte. Weil das wird nachträglich einer meiner Hauptpunkte sein, denen immer eine Nasenlänge voraus zu sein. Natürlich. Schließlich wollen die uns alle kalt machen, nachdem der Deal jetzt nicht mehr funktioniert. Oder einen neuen Deal aushandeln. Wir hatten uns auf eine Geschäftsbeziehung geeinigt, Ronan. Zu der Abmachung stehe ich auch. Das klingt so kalt. Sam. Was? Was meinst du, warum ich diesen Club haben möchte? Ich kenne Menge deiner Hintergedanken. Oder ich kann es zumindest erahnen. Und das ist auch dein gutes Recht. Da sage ich aber auch ganz klipp und klar an dieser Stelle, was deine eigenen Pläne betrifft und die irgendwie in irgendeiner Art und Weise möglicherweise zu Problemen führen, um die ich mich kümmern müsste, rein hypothetisch. Erzähl sie mir einfach nicht. So oder so nicht, weil selbst ohne müsste ich dem nachgehen. Der Punkt, ich erzähle dir Dinge, die außerhalb dieser Geschäftsbeziehung stehen, der ist mit heute eh gegessen. Ich sehe schon, es wird eine eiskalte Habie. Ein eiskalter Engel. Ich weiß nicht, was genau da drin mit dir passiert ist. Welche Macht sie über dich hat. Ich könnte jetzt einen zotigen Spruch loslassen, aber den klemme ich mir einfach an der Stelle. Ich bin Herr meiner Sinne. Ich wurde nicht tot dominiert und zu einer abernden Marionette umgestaltet, weil das kann sie nicht gebrauchen. Die braucht jemanden, der eigenständig denkt. Das andere wäre mit Sicherheit einfach gewesen. Das tun Andrew ja gerne. Ich bin da trotzdem vorsichtig. Vorsicht ist auch völlig in Ordnung. Ich glaube aber, dass tatsächlich jeder Kenny zumindest zwei Gesichter hat, vielleicht sogar mehr. Und das betrifft auch Sabra. Man kann hier keinem von denen trauen. Schätzchen, streng genommen kannst du keinem einzigen Kaneten vertrauen, wenn du es ganz streng runterbrichst. Das habe ich auch nicht mehr vor. Weil selbst bei den richtig, richtig, richtig Netten ist immer das Tier ein dober Faktor. Wie gesagt, wir haben jetzt eine Geschäftsbeziehung. Ich mag dich immer noch, Sam. Also sei bitte vorsichtig. Ich bin vorsichtig. Ja. Dann fahre ich jetzt mal nach Hause und mache eine Liste. Da brauche ich wahrscheinlich 16 Nächte für die Liste. Ich bereite einen Mini-Umzug vor. Okay, du? Ich freue mich schon, vielleicht dabei meiner Primogen in die Arme zu laufen. Ich würde dir auch gleich von dem Club erzählen, das macht es dann noch besser. Das reicht, wenn sie das bei der Eröffnungsparty mitbekommt, zu der sie natürlich eingeladen wird. Ach, du bist so ein Biest. Ich würde sagen, wir machen die Eröffnung erstmal im kleinen Rahmen, oder? Heißt alle, die beim Elysium waren. Alle beim das ist ein alle, kleiner Rahmen. Alle, die beim Elysium waren. Es wird aber eine sehr kalte Feier. Es wird aber eine sehr kalte Feier. Alle, die beim Elysium waren, einschließlich der Anarchen.
Wer war denn da? Adam, Bruce und Anna. Andrew? Adam heißt er. Das wäre jetzt eine böse Anspielung gewesen, die absichtlich nicht gebracht hat, so in der Form. Und die, keine Ahnung, 28.000 Brucher und irgendwo die vor der Tür standen oder so. Und alle, die im Raum waren. Hm. Dann wird tatsächlich ein sehr kleiner Rahmen. Vielleicht. Und total intim. Vielleicht gebe ich Anna und Angela noch 10 Blanko-Einladungen jeweils, die sie nach ihrem Gutdünken bei ihren Clansgeschwistern verteilen können. 10 Blanko-Einladungen, die sie frei unterbrochen. 5, keine Ahnung, die Zahl können wir noch genauer. Yay. Genau, warum solltest du mir meinen Job auch einfach machen, indem du einfach frei die Leute da... Deshalb rede ich mit dir ja im Moment darüber. Ich erzähle dir meine Idee. Ich will mit dir ein Sicherheitskonzept ausarbeiten. Dann lass uns das die Tage in Ruhe machen. Ich kann mir ein paar Gedanken machen, du kannst dir ein paar Gedanken machen, Pläne schon mal vornotieren und dann gucken, was wir da zusammen hinkriegen. Was ist eigentlich mit der örtlichen Polizei? Die ist scheiße. Gut. Also, ich hoffe, sie wird irgendwann, also mir gehören, daran werde ich arbeiten. Aber ich weiß, dass auf der Polizei die zweite Division den Daumen hat. Das heißt, was auch immer ich tue, muss so seicht sein wie eine Windel. Und ganz flauschig und ganz zartfühlend am Popo vorbei. Vielleicht brauche ich eine neue Identität. Dann könnte ich mich als Cop da vielleicht sogar ein bisschen reinschmummeln. Ich überlege mal. Oh, offiziell bin ich nicht für tot erklärt worden. Also ist nur nicht mein Revier. Vielleicht kannst du auch herausfinden, wer in dieser Stadt alles mit Drogen dealt. Die Frage ist wohl eher, wer nicht. Weil du kommst hier, ich glaube, die zwei da vorne, der könnte es auch sein, der ist schon durch. Okay, wenn du jetzt eh alles ins Lächerliche ziehst, was ich sage, dann führen wir die Diskussion einfach ein anderes Mal weiter. Ich weiß schon, was du meinst, Sam. Nur durch die Nähe der mexikanischen Grenze gibt es hier einen regen Schwamm. Es geht mir nicht um einen, der mal hobbymäßig quasi du willst eine Kleinigkeit vertickt. Ich weiß schon. Du willst große Fische. Aber ich möchte keinen Dealer in größerem Umfang in diesem Club haben. Schon klar. Und das ist nun mal meine gewohnte Art, alles ein wenig ins Lächerliche zu ziehen. Das ist doch so meine charmanteste Ader. Außer, dass ich ihre bin. Mhm. Du warst schon witziger. Ich kann auch steppen. Danke, nein. Ah, Eis, Baby. Dann gute Nacht, Sam. Gute Nacht, Ronan. Ach, dann. Ist deine Nummer noch? Ich habe in der Zwischenzeit nicht geändert. Gut. Wenn, sage ich irgendwie Bescheid. Die Detektei behalte ich sowieso. Bis dann. Bis dann. So, wegfahren. Huhuhu, minus 48. Ja, springen wir zum Ende nochmal rüber zu Bruce. Was macht Bruce noch, nachdem er beim Prepper war? Ja, nachdem wie lange das gedauert hat, würde er sich dann mal umschauen. Hat er die Karte bekommen?
Und das ist ja das eingekreiste Gebiet. Und das ist ja gar nicht mal so weit. Dieser Trailerpark ist ja schon relativ nah an der Wüste dran. Und das ist ja Bruce nicht ganz so alte Heimat. Und ja, würde sich dann auf die erstmal ihm bekannten Wege begeben. Dann durch ja, so kleine Wäldchen vielleicht marschieren. Mitten rein in die Wüste. Den etwas älteren Pfaden folgen. Und dabei würde ich einmal kurz schauen, wie das genau abläuft. Schauen, ob mich jemand beobachtet, weil das natürlich mittlerweile eine Sache ist, wo er dann doch mal drauf achten sollte. Muss aber ganz kurz gucken, ne, ob ich dafür was würfeln muss. Ja. Ich würde einmal Sense of the Beast aktivieren und gucken, ob da irgendjemand mir folgt, eventuell. Ist ja mittlerweile, dass da jetzt so genug Leute gibt. Da muss ich würfeln Resolve und Animalism gegen Composure und Subterfuge. Würfel mal. Ich mach mal vorher einen Rouse-Check, weil ich habe jetzt nicht so viel Würfel da drin. Gerne. Gut, das reicht, ne? Mhm. Und es geht noch mal hin. Ah ne, sorry. Ich habe einen mehr. Drei Erfolge. Drei Erfolge, ja. Würde mich halt, während ich diese ersten paar Trampelpfade dann in die Wüste marschiere, wirklich intensiv mal so umschauen. Hinten, wenn man in die Ferne schauen, ob ich dann irgendwo ja, das Biest erkenne. Ja, es verfolgt dich keiner, aber hinter so einer Felsdüne, wenn man es so nennen kann, witterst du, also das Tier in dir wittert Anwesenheit von jemand anderem. Ja, würde immer tief einatmen, aber halt dann so Witterung aufnehmen, weil ja, da würde ich das Biest auch in Bruce dann mal ganz kurz aktiviert werden und starrt dann so in die Ecke und konzentriert sich ein bisschen drauf. Sieht man da irgendwas? Schatten ist schwer, aber sieht man da irgendwas sich bewegen? Irgendwelche Felsen oder sowas, die Wolken oder so, wenn es dann an so einer Wand befindet? Ja, also wenn du da in die Nähe hingehst und versuchst irgendwie zu erkunden, was da ist, wirst du drei Personen sehen, die da herumstehen und sich unterhalten. Okay, haben die mich bemerkt? Nein, nicht so. Dann würde ich mich auch ein bisschen zurückhalten. Wie schauen die denn aus? Wo das so erkennen kann. Ja, mach mal Wits und Awareness. Wits und Awareness. Das ist nicht so viel. Ich mach nochmal einen Rouse-Check. Mhm. Nochmal das zu erhöhen. Ei. Na gut. Hunger steigt. Ja. Trotzdem. Zwei Erfolge. Zwei Personen kennst du. Einer davon ist ein Brucher von den Anarchen. Den anderen kannst du jetzt so in den, irgendwie die Schatten da gerade fallen, kannst du nicht ins Gesicht gucken oder so. Und der dritte wirkt so ein bisschen deplatziert, weil der relativ edel gekleidet ist und einen Zylinder trägt, aber den kennst du definitiv. Das ist Prnava, der da steht. Toll. Ja, ich, oh Gott. Gesichtsbefehl sagt mir auf jeden Fall. Ich würde mich mal versuchen, so ein bisschen da heranzuschleichen und dann mal die zu belauschen. Weil wenn die gerade an so einer Felswand sind,
gibt es öfter mal gute Ecken, wo man sich verstecken kann. Mhm. Ja, mach dann mal Geschicklichkeit und Heimlichkeit, also Dexterity und Stealth. Mhm. Ich bin bisher nur auf 2 Hunger. Ich probiere es nochmal zu reizen. Ich habe nämlich nicht so viele Würfel da drin. Na. Ja. Easy. Mhm. Passt. 2 Erfolge. Und ich könnte noch Willenskraft ausgeben, um die zu wiederholen, ne? Weil die, ich weiß ja, dass eine Knabe... kannst du wiederholen, weil du hast Zwunger 2, die kannst du nicht wiederholen, die beiden. Ah, jo. Ah, komm, ich wiederhole mal den einen. Mhm. Ist einfach nur einer. Ja, immerhin. So weit rein. 3 Erfolge. Sneakst du dich an die heran? Würde dann, ich würde dann natürlich mich auch so ein bisschen geduckt halten. Auch die vielleicht noch ganz kleinen Schatten, die von der Stadt aus noch irgendwie zu erkennen sind in der Wüste, so ein bisschen ausnutzen. Mich halt in den Schatten würde ich begeben. Auch schauen, sollte es sich bei der anderen Person ja auch noch um, zumindest weiß er ja von Anna, dass sie halt auch gute Sinne hat, also kann das ja irgendwie auch gut wahrnehmen, sich halt das Threat zu machen, gegen den Wind zu stellen, dass wenn der irgendwie Geruchssensoren hat oder sowas, Bruce glaubt ja dann irgendwie doch, also Gangrel, wie schafft, haben wir so gute Sinne, sich gegen den Wind zu stellen. Wenn einer ist, wenn der dritte wenn, Gangrel ist. Genau, er weiß es noch nicht, deswegen ist er dann nochmal vorsichtig. Würde halt so nah rangehen, dass er sie wirklich gerade hören kann. Auch wirklich mit ordentlich Abstand, je nachdem, wie laut die reden. Mhm. Ja, dann mach nochmal Wits und Awareness. Was du denn da wahrnehmen kannst. Jetzt kommt's drauf an, Bruce. Ja. Oder du musst Auspex lernen. So. Das ist ungleich schwieriger. Ach komm, ich probier's nochmal mit dem Rauschcheck. Es hat so gut funktioniert. Das innere Tier. Es wird super gereizt. Es gehorcht dir. Habe ich nämlich wieder 5 Würfel. 3 Erfolge. Ja. Boah, Doppel 1. Ja, ist Gott sei Dank, es ist nicht problematisch gerade. Ja. Dann kannst du 3 Satzfetzen wahrnehmen. Weil du hast ja gesagt, du bleibst ein bisschen auf Abstand. Mhm. Du hörst halt Pnava reden. Was wie irgendwie meint. Ein Zuhause meint ihr hier. Mhm. Interessante Wahl. In die Stadt hineingehen könnt ihr ja jetzt nicht mehr. Das ist ja nur gescheitert. Und die, ja, dann hörst du noch so einen Satz fest, wie, was willst du überhaupt hier und verzieh dich? Und, dieses Gebiet gehört ja jetzt offiziell euch und ich wollte nur fragen, ob ich hier jagen darf. Oder sind die 3 Satzfetzen, die du mitkriegst? Ja, ich konzentriere mich, dann, wenn ich merke, irgendwie aus reinem Zufall vermutlich reden die ein bisschen leiser, würde er sich dann wirklich sehr, sehr langsam wieder zurückbegeben, auch versuchen, dann echt leise zu sein und dann um diesen Felsen halt herumzugehen auf die andere Seite, dass sie mich also, halt nicht bemerken. Was du noch merken konntest, dass die beiden halt ordentlich auf Krawall gebürstet sind, während der halt Nava halt ruhig redet, wie... Ist ja auch seine Art, ne? Ja. Aber, wie es halt seine Art ist. Ja. Und erkenne ich denn eine Stimme? Ist das eine, also ist die andere Person, die ich ja, die hat nicht gesehen habe? Das hat der Brucher gesprochen. Das hat der Brucher gesprochen. Und den kannte ich von vor dem Elysium. Kennst du von den Anarchen? Mhm. Okay. Ja, dann würde mich dann leise und langsam zurückbegeben. Auch gucken, dass ich dann nicht irgendwie, keine Ahnung, laut auf irgendwie auf einen Busch oder einen Stock trete oder so. Mhm. Würde halt dann auch nochmal schauen, ob da vielleicht noch irgendjemand ist. Weil ja, ist mach ja nochmal einen letzten Wits Awareness. Oh Mann.
Ach komm. Nochmal, weil ich habe halt nicht so viele Würfel. Es läuft. Ich habe nicht so viele Würfel. Den kann ich leider nicht sehen. Aber es ist kein Beast-Crit, ne? Den kann ich leider nicht sehen. Ach so, ich habe hab 5 Erfolge. Ich habe halt 2 Hunger. Da habe ich eine 1 und eine 4, aber ich habe dann eine 10, eine 7 und eine 10. Kannst du nicht sehen? Nein. Sind halt 5 Erfolge dann. Also was hast du gewürfelt nochmal? Ich habe eine 1, eine 4, eine 10, eine 7 und eine 10. Okay. Beast-Crit ist es ja nur, wenn er auf dem Hunger würfelt, die dann auch eine 10 hat, ne? Richtig, ja. Okay. Puh. Sonst Werbstiefen. Ja, würde mich dann halt, würde ich sehr, sehr penibel halt umschauen. Links, rechts. Probieren halt wirklich ganz vorsichtig irgendwie kein großartiges Geräusch zu machen. Dann mich langsam von diesem Felsen wieder entfernen. Erstmal auch zurück halt zum Trailer. In einem etwas größeren Bogen. Er kennt ja dann auch. Ja, also mit der Masse an Erfolgen nimmst du wahr, dass da halt sonst nicht keiner irgendwie ist. Aber hast du schon eine ordentliche Distanz zwischen dich und die und ja, diese Klippe da gebracht hast, meinst du so ein Geschrei zu hören? Also so ein Schreien. Aus der Richtung, wo ich gerade kam oder aus einer anderen Richtung? Aus der Richtung, wo du gerade herkamst. Moment. Okay. Dann würde Bruce einmal tief schlucken. Würde einmal wirklich kurz verweilen. Und es zuckt ihm wirklich so in den Armen, in den Beinen, bald die Hände zur Faust. Man schaut dann nochmal nach hinten und geht dann weiter. Ja, schön dann mit dem Blick wieder auf die Wohnwagensiedlung verlassen wir dann für heute die Vampire in der Stadt ohne Namen. Und wer weiß, was da passiert ist. Ja, hat Spaß gemacht mit euch drei. Irgendwie fehlt die vierte Person dann doch so ein bisschen, aber wir haben es ja dann trotzdem hingekriegt. Hoffentlich beim nächsten Mal dann wieder in voller Besetzung. Und vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. An euch da draußen vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und so fleißig kommentiert habt. Waren so um die 12 Zuschauer so, das war ganz ordentlich. Danke, danke. Falls ihr das später guckt auf YouTube, hinterlasst uns doch unten unter dem Video einen Kommentar oder einen Daumen hoch oder beides. Da würden wir uns tierisch drüber freuen. Besonders über Kommentare freuen wir uns immer tierisch. Und ich gebe die auch immer ganz akribisch weiter an meine Spielerinnen und Spieler. Und dann lächeln sie immer den ganzen Tag, wenn sie das gelesen haben. Also wenn ihr Feramin, Ririon und Kakko lächeln sehen wollt, dann unterlasst einen Kommentar unter dem Video. Ja. Und ja, und falls ihr uns ein bisschen unterstützen wollt bei dem, was wir hier machen, schaut auf mal auf der Patreon-Seite vorbei. Oben im Chat steht's noch. Da könnt ihr, wie gesagt, gerade für Vampire ordentlich extra Material noch bekommen, wenn ihr denn wollt. Ja. Und es gibt da gleich im Anschluss eine After-Stream, wo wir so ein bisschen eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde über die jetzige Session sprechen, so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und wenn euch das interessiert, auch da eine herzliche Einladung. Ja. Und ja. Ansonsten, wenn ihr nicht genug bekommen könnt vom Rollenspiel-Hobby, über dem Rerion läuft die ganze Zeit die Adresse vom Nordpol durch. Da könnt ihr euch auch mal umschauen. Hier ist nochmal der Link zum Nordpol für alle auf Twitch. Und
Hier ist ein Link zu allen möglichen Twitch- und YouTube-Streamern, die über den Nordpol irgendwie aktiv sind, zumindest von denen, die ich kenne und die wir zusammengesammelt haben. Also da könnt ihr euch dann auch mal austoben und mal andere Streams und Sachen entdecken. Und dann frage ich mal, wo gibt's das nächste Mal was mit Feramin zu sehen? Montag in einer Woche, Vampire Dark Ages bei Rerion. Das klingt nach einem blutigen anderen Stream. Ja. Immer mal wieder blutig. Immer mal wieder blutig. Das wollen wir doch alle. Blutiger als dieser Stream bisher. Ja. Genau, wie hier sehen. Und Kako, wann gibt es das nächste Mal was von dir? Ja, weil der Oktober ein bisschen lau ist bei mir, gibt es erst was am 28. Oktober. Da geht unsere Sprawl-Runde weiter. Vielleicht auch schon die finale Runde, wer weiß. Ja, wir sind gerade dabei, unseren Run quasi zu planen, wenn man so den Shadowrun-Turns bleiben soll. Und ja, wird auf jeden Fall spannend. Ich freue mich schon sehr drauf. Also der Sprawl, für die Leute, die das nicht so richtig kennen, kannst du das noch ein bisschen genauer beschreiben? Was die Leute da erwartet? Weil das ist ja doch etwas unbekannter. Ja, der Sprawl ist ein, wie ich finde, sehr, sehr schickes Cyberpunk-System. Natürlich sehr, sehr viel Neon und Chrom. Basiert auf einem Powered by the Apocalypse-System und ist dadurch halt sehr, sehr regelfreundlich. Also auch für Leute wie mich, die nicht so regelaffin sind, auch ganz klasse. Und auch mal auf jeden Fall eine schöne Abwechslung zu Shadowrun, würde ich jetzt sagen. Ist weniger Fantasy, auch gar keine Magie. Und man erstellt zusammen mit den Spielern die Welt. Bei uns ist es zum Beispiel das Jahr 2599 in Neu-Tokio auf dem Mars. Finde ich eine sehr, sehr interessante Sache. Genauso wie, dass man sich gewisse Konzerne selber erarbeitet. Quasi die groben Oberantagonisten, quasi so große Konzerne, die die Welt oder die Städte leiten. Eine sehr, sehr schöne Sache. Ich mag das Würfelsystem, den ganzen Style von der Welt bisher. Und wie gesagt, sehr, sehr klassisches Cyberpunk-System. Reinschauen lohnt sich beim Kako auf dem YouTube-Kanal. Ja, und Rerion, last but not least, wo gibt's das nächste Mal? Also Vampire haben wir schon gehört. Ist es das nächste Mal, wo man dich irgendwo sieht, oder bist du irgendwo noch sonst aktiv? Theoretisch dann, nee, ich glaube, das war's. Das nächste Mal. Ja, ich glaube, das ist das nächste Mal. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, nächsten Sonntag fällt ja Philiasson aus. Richtig. Deswegen, ja. Richtig. Richtig, richtig. Ja. Dann ist es wieder Empire in der beliebten Version VR. Ja, auch unbedingt reinschauen, das lohnt sich auch. Sehr interessante Runde. Und ihr könnt beim nächsten Mal hoffentlich dann, das schreibt hier der Eisernes Herz, schreibt auch hier, möchte Araiguma und Angela wiedersehen. Ja, das wollen wir alle. Besonders auf den Araiguma freue ich mich schon, weil ich da mir einige Sachen ausgedacht habe. Für den Guten, der so lange nicht da war. Bin ich gespannt, ob er das mit sich machen lässt, aber mal schauen. Wenn ihr dann den Stream guckt und es passiert nichts, dann wisst ihr Bescheid, dass er gesagt hat, ne, mein ich. Zack, raus. Ende. Und mehr Feramin wollen die Leute auch, ja, genau. Ja. Und mehr Kako und mehr Rerion und mehr Feder. Ja. Genau. Ja. Und keiner will Koali sehen. Das trauen sich die Leute bloß nicht mehr zu schreiben. Ach so. Ja. Es wurde auch heute noch kein Koala gekrault. Ich bin sehr enttäuscht. Also, ja. Einfach sofort nicht. Der ganze Content gestrichen von Patreon. Das war's jetzt. Es wurde kein Koala gekrault. Ende. Ja. Gut, dann bedanke ich mich nochmal fürs Zuschauen und fürs Mitspielen. Bis zum nächsten Mal. Die Segen der Nacht. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao.